Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 20. Januar, 10:05 Uhr. Die Technik kehrt langsam wieder zurück. Der Stream funktioniert, wurde mir gerade signalisiert. Und von daher gehen wir doch mal in unsere Vorbereitung für die anstehende Plenarwoche bei dieser Sitzung. Wir hätten ganz gerne heute zwei kurze nicht öffentliche Teile. Es geht einmal um den allgemeinen Zwischenstand der Ermittlung des LKA. Schönen guten Morgen, Joachim. Ich veranschlage dafür mal circa 20 Minuten. Vielleicht geht es auch kürzer, je nachdem. Ich glaube, länger, mehr Zeit bräuchten wir nicht. Und wir haben eine sehr wichtige, die würde ich dann vielleicht sogar da nochmal beim nicht öffentlichen Teil voranstellen, eine sehr wichtige personelle Entscheidung. Es geht hier um den PUA NSU. Das ist eine Personalentscheidung, kommt von Harald. Gibt es dazu Fragen? Okay, spricht sich jemand gegen diesen nicht öffentlichen Teil aus? Das heißt, dieser nicht öffentliche Teil ist einstimmig angenommen. Dankeschön. Dann kommen wir zum Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Es war gestern eine etwas von aktuellen Dingen überlagerte Vorstandssitzung, die ein bisschen Hü und Hot lief. Jetzt muss ich mal gerade gucken, den Link gerade kurz aufmachen. Ich bitte um Verzeihung, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Da geht es unter anderem, haben wir einige Kampagnengeschichten besprochen. Da würde ich dann vielleicht ganz gerne kurz dem Ingo das Wort erteilen aus dem Bereich Presse und Kampagne, weil es war einiges los letzte Woche, den Regierungserklärungen des Landes geschuldet. Ingo, wenn du möchtest, kannst du. Schönen guten Morgen. Letzte Woche hat die Landesregierung ein Statement zu den Medien abgegeben. Sie waren zu Gast bei der Landespressekonferenz und haben dort zum Jahresauftakt die Ziele 2015 vorgestellt. Die Unterlagen habe ich an alle Ad zur Verfügung gestellt, sodass ihr euch dort die Sprechpapiere und Unterlagen, die verteilt wurden, herunterladen könnt. Die Landesregierung hat das Thema digitale Revolution, Megabits, Megahertz, mega stark für sich erkannt, versuchen da wohl offensichtlich ganz offensiv mit dem Thema jetzt sich zu formieren und quasi uns auch das Thema so ein bisschen wegzunehmen. Wir haben angefangen dagegen zu steuern mit einer begleitenden PM, die sehr erfolgreich eingeschlagen ist. Wir hatten am Tag drauf über 50 Treffer in den NRW-Medien. Es sind auch einige Interviews geführt worden im Anschluss daran. Unter anderem ist ein Beitrag bei WDR Westpol ausgestrahlt worden mit Joachim, der genau diese Thematik thematisiert. Und da sollten wir zu gegebener Zeit, an gegebener Stelle auch nochmal drüber nachdenken, wie wir mit diesem Thema jetzt weiter vorgehen. Dann hatten wir Joachim bei 1:1 untergekriegt. Die Sendung ist am Montagmorgen ausgestrahlt worden, 24 Minuten. Das Matthias Degen, der Moderator, im Gespräch mit Joachim, auch zu den Themen, was beschäftigt uns 2015. Beide Links zu Westpol und auch zu dem 1:1-Sendung sind im Pressespiegel gewesen, könnt ihr euch da nochmal runterladen, sind aber auch auf unserem Blog für jeden draußen am Stream ersichtlich. Auf der Startseite im Moment kann man sich das angucken, solange die Mediathek vom WDR die beiden Beiträge zur Verfügung stellt. Wie ich finde, hat sich Joachim da sehr gut geschlagen. Auch da nochmal vielen Dank an die Zuarbeit seitens der Referenten und von meiner Stelle. Ansonsten haben wir uns in der Pressestelle Ende der vergangenen Woche mit persönlichen Blogposts beschäftigt, unter anderem von Daniel Schwert. Da haben wir versucht, das in verschiedenen Medien unterzukriegen. Der Freitag hat das abgedruckt oder vielmehr online zur Verfügung gestellt. Den zweiten Text werden wir jetzt noch versuchen zu platzieren. Und ansonsten beschäftigen wir uns heute bzw. in dieser Woche mit aktuellen Themen und haben das Plenum nächste Woche fest im Blick. Soweit, so gut. Gibt es da Nachfragen? Ja, Joachim.
Oh, Daniel. Es gibt noch eine Anmerkung, weil ich denke, das ist an der Stelle wirklich mal angebracht. Und zwar das Fraktionsteam, in dem Fall bestehend aus Ingo Schneider, Matthias Bock und David, die sich die LPK von Hannelore Kraft und Silvia Lührmann reingezogen haben. Die waren letzte Woche sowas von auf Ballhöhe. Das war einfach großartig, das wollte ich mal sagen. Danke. Daniel, bitte. Ja, die Frage, wenn findest du dieses Vorgehen mit diesen, es sind ja keine persönlichen Blogposts, sondern es waren ja als Gastbeitrag gemeint. Ne? Findest du das Vorgehen, was ich da jetzt versucht habe, denn grundsätzlich richtig oder sollte man sowas mehr machen, weniger? Würde mich interessieren und dann natürlich auch die Bitte, wenn es wirklich mal so eine Woche ist, wo ihr das Gefühl habt, hier, dann sag Bescheid. Ne? Also das ist ja nun nicht, das sind ja jetzt nun keine Themen, die man nicht auch irgendwie anders platzieren könnte. Also Gastbeiträge zu platzieren ist erstmal eine Möglichkeit, die Themen unterzubekommen, die durchaus existiert. Erfahrungsgemäß gehen die Journalisten anders da heran, sondern die Journalisten, die Medien suchen sich Autoren aus, die sie ganz gezielt fragen, möchten sie nicht mal einen Gastbeitrag für uns schreiben. Deswegen ist es in der Tat etwas schwierig, wenn wir dann mit einem Text dort anrufen und sagen, hätte da nicht Lust, weil die fragen dann, jo, wenn wir Lust hätten, würden wir euch fragen. Also da ist dann tatsächlich sehr schnell die Richtung die entscheidende. Nichtsdestotrotz kann man das halt eben versuchen. Da ist dann halt eben auch sehr schnell tatsächlich die Frage der Priorisierung innerhalb der Pressestelle und der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Wenn die Ressourcen da sind, können wir das gerne versuchen. Wenn jetzt eine Landespressekonferenz ansteht, wo Frau Kraft den Jahresauftakt plant, wie am vergangenen Donnerstag, hoffe ich auf das Verständnis aller Beteiligten, dass wir dann erstmal die Priorisierung anders setzen, als jetzt versuchen, Gastbeiträge in Zeitungen unterzukriegen. Okay, Harald, hast du etwas aus dem Bereich der... Achso, entschuldige, Joachim, stimmt. Ich wollte dazu noch eine Anmerkung machen, die das vielleicht auch arbeitstechnisch ein bisschen entzerrt. Denn wir hatten in der letzten Woche tatsächlich diesen Konflikt zwischen Unterbringen von Daniels Beiträgen in der Presse und dem großen Geschehen hier durch die Landesregierung verursacht. Vor einiger Zeit hat es bei mir eine ähnliche Geschichte gegeben. Da hat es mich irgendwie in den Fingern gejuckt, auf Katja Kipping zu antworten im Freitag. Ich finde es zunächst mal grundsätzlich gut, wenn jeder von uns, wenn er irgendetwas jetzt in Anführungszeichen, was auch einen Meta-Aspekt hat oder so zu unseren Themen schreibt, das in den Medien unterzubringen. Das ist durchaus erstrebenswert. Nur in dem Fall habe ich die Erfahrung gemacht, auch um Ingo zu entlasten, bin ich über die Bundespresse gegangen, habe mich direkt an Anita Möllering gewendet. Die hat sich um den Kontakt zum Freitag gekümmert. Also da sollte man auch gucken, dass man die Parteipresseleute mit einbindet, dann ist das auch eine Entlastung für alle. Daniel. Habe ich in dem Fall gemacht. Der Kontakt zum Freitag kommt tatsächlich von Anita. Also in dem Falle wusste Ingo zwar Bescheid, aber ich sag mal, den Hauptkontakt hat sowieso Anita darüber gemacht. Das ist jetzt bei dem zweiten Fall ein anderer, weil ich versucht habe, ein anderes Medium zu erreichen. Aber normalerweise ist natürlich richtig, die Bundespresse habe ich genauso da genutzt. Also die sind ja in Kontakt miteinander. Kurze Anmerkung von mir, der Pro02 hat da ja auch immer wieder gerne, braucht ja immer wieder Material aus allen möglichen Bereichen. Das heißt, selbst wenn wir es nicht schaffen, in der regulären Presse dann parteiintern die Sachen auch bereits sozusagen kundzutun, ist auch schon mal ein guter Schritt, denn die haben ja auch immer hervorragende Ideen und können auch prima als Multiplikatoren dienen. Joachim, hattest du gerade noch war das noch mal kurz aufgezeigt? Ach so. Okay, gibt es weitere Anmeldungen? Michel. Danke. Ich habe mir das Protokoll gestern durchgelesen. Ich bin an drei Punkten etwas stutzig geworden. Beziehungsweise an zwei Punkten. Sagen wir an zwei Punkten. Und da hilft auch die Korrektur, die jetzt gerade noch gemacht wurde, nichts, weil das halt irgendwie nicht besser wird. Punkt 1 ist, dass beim Bericht des Fraktionsgeschäftsführers es darum geht, wann die Schwerpunkte 2015 kommuniziert werden. Dann scheint es eine Diskussion gegeben zu haben
Und dann ist das Ergebnis sozusagen dieser Diskussion, Grumpy und Dietmar werden beraten. Das kann man machen. Ich finde nur, danach kommt so viel Information oder so viel Diskussion noch, zumindest laut Protokoll, dass ich es etwas komisch finde, dass dann, ohne dass irgendwie was als Ergebnis dabei rauskommt, die Diskussion endet. Zumindest laut Protokoll, und das ist das Einzige, worauf ich mich hier nun mal berufen kann. Zweiter Punkt bei Top 4 Sonstiges geht es um die No-Digida-Demos. Da wird gesagt, es kann nicht sein, dass da die Referentenrunde für ausfällt, und das Ergebnis ist, es wird offen über eine Lösung nachgedacht. Auch das ist irgendwie sehr unkonkret, und auch da steht dann schon wieder, also da steht halt einfach kein Ergebnis. Mir fehlt, wenn ihr da tatsächlich kein Ergebnis hattet und ihr habt einfach gesagt, wir denken über eine Lösung nach und dann seid ihr nach Hause gegangen, ist das okay. Ansonsten finde ich das Protokoll etwas mager an der Stelle und frage, ob es da eine Lösung zu gibt. Oder vielen Dank, Michel. Schön, dass du auch schon da bist. Falls dir aufgefallen ist, ich selber habe noch nicht hierzu gesprochen, deswegen habe ich gerade erst mal die Korrekturen auch eingepflegt, denn ich bin gestern aufgrund der Aktualität und der Situation nicht mehr dazu gekommen, die im Vorfeld auch mit Frisa Lupina besprochene Ansage, dass ich das Protokoll nochmal checke und entsprechende Dinge erweitere. Du hast voll und ganz recht, es fehlen ein paar Sachen, denn die im Bereich des Berichts des Fraktionsgeschäftsführers, die dortige Diskussion, die stattfand, vermischte sich ein wenig, natürlich, mit also einmal der grundsätzlichen Diskussion über das, was LAFO und Fraktion im Bereich der 5 Punkte behandelt haben, mit der Diskussion um die Ansätze, die Landesregierung hier als Agenda rausgehauen hat. Und im Rahmen einer solchen Diskussion, wir kennen das gerade bei uns, wir neigen dazu, dann uns auf einen Unterpunkt zu stürzen, der dann nochmal nachgelagert eine andere Diskussion nach sich zieht. Deswegen habe ich jetzt gerade schon mal eine Zusatzzeile noch mit reingefügt. Natürlich auch immer mit der Ansage, wer und was. Und zwar wollte ich da jetzt gerade nämlich noch reinschreiben, dass wir an diesem Punkt ein wenig abgeschweift sind. Die Referenten gestern hatten nur alleine für den Bereich der Landesregierungserklärung parallel angefangen, sich mit unseren älteren Anträgen zu beschäftigen, haben diese im Laufe des Tages zusammengefasst, und da werden wir halt vielleicht im Anschluss gleich in der regulären Sitzung auch drüber sprechen. Dabei ist etwas rausgekommen, ich nenne es jetzt mal einen nachgelagerten Antrag, der jetzt natürlich auch nicht fristgemäß intern eingereicht werden konnte. Das ist dann sozusagen das Ergebnis dieser nachgelagerten Diskussion, die da nämlich auf einmal entstanden ist, dass die Referenten da eigenmächtig ihren Job gemacht haben, was ich im Übrigen, ja, absolut, ich war völlig geschockt, nein, ganz großartig, das dazu, zu dem Punkt mit der Referentenrunde, stimmt, ebenfalls durch aktuelle Ereignisse gestern, wo wir auch nachher noch im nicht öffentlichen Teil kurz, wo ich einiges zu erzählen möchte, wir hätten da vielleicht hinschreiben sollen, dass wir da zeitlich dann ein bisschen abbrechen mussten, denn wir haben zwei Möglichkeiten, können wir definitiv festhalten für die Referentenrunde. Das ist eins der wichtigsten Instrumente intern, die wir benötigen und die wir haben. Es gibt zum einen die Möglichkeit, aufgrund der Demos, die halt stattfinden, das Ganze zeitlich vorzuverlegen. Wir können uns ja darauf einstellen, dass es ja weiterhin solche Demos geben wird, und wir möchten die Leute ja ja, da müssen sich viele Unternehmen darauf einstellen, dass wir das zeitlich umlegen und oder auch eine Stellvertreterregelung mit Protokollpflicht einführen. Das sind die Möglichkeiten, und von daher, es wird auch nächste Woche ganz regulär eine Referentenrunde geben. Harald, zur Not, wenn du mich da erweitern möchtest oder kannst, jetzt gerade, falls ich einen Punkt vergessen haben sollte. Okay, Michel. Ich wollte nicht in Zweifel ziehen, also bitte nicht falsch verstehen, okay, dass ihr da in irgendeiner Form zu Lösungen kommen würdet, sondern mir geht es darum, dass ich generell
unzufrieden damit bin und das jetzt hier auch ausdrücken möchte, dass ich versuche, mich auf das, was der Vorstand da tut, auch vorzubereiten, auch für den heutigen Tag vorzubereiten und dass ich dann ein Protokoll habe, was, und da ist dem Protokollanten ja nicht irgendwie, es geht nicht um Schuldzuweisung oder so, sondern es geht einfach nur darum, dass da wird ein Protokoll geschrieben, das wird live mitgeschrieben und dann ist normalerweise, wenn so ein Protokoll noch Lücken hat und wir sehen jetzt in dem Protokoll viele braune Stellen, wo dann einfach ein paar Worte hinzugefügt wurden oder so, wäre es normalerweise so, dass man nachher nochmal da drüber geht und das sozusagen ein bisschen glatter bügelt, damit es für einen Außenstehenden verständlich ist. Mein Problem ist, dass wir, das ist sehr häufig passiert, das ist nicht das erste Vorstandsprotokoll, aber ich sage es halt jetzt zum ersten Mal in dieser Runde hier, dass ich versuche, das Protokoll zu lesen und denke, ich habe keine Ahnung, was Sie da gemacht haben. Ich sage noch ein kleines Beispiel. Ich weiß nicht, ob es inzwischen verbessert worden ist. Nee, ist es nicht. Es gibt bei Top 1 zwei Abstimmungen. Bei der ersten steht, worum es geht. Bei der zweiten steht, Beschlussvorlage 2 ergänzen. Ja, cool. Habt ihr was beschlossen? Super. Aber was bitte ist Beschlussvorlage 2? Also das hilft mir als Außenstehendem und erst recht jemandem, der nicht mal nachfragen kann, euch im persönlichen Gespräch, was ist eigentlich Beschlussvorlage 2, hilft das halt kein bisschen weiter. Und da möchte ich einfach darum bitten, dass Protokolle, ich sag mal, zumindest am Ende des Tages, und ich weiß, es kann immer was passieren, was jemanden davon abhält, da drüber zu gucken oder so. Ich glaube, dass das eine Gemeinschaftsaufgabe derer ist, die da waren, das Protokoll zumindest so glatt zu bügeln, dass jemand, der außenstehend ist, sich das anguckt, wenigstens versteht, worum es geht. Stimmt, Michel. Den Punkt, wie gesagt, es ist der mangelnden Zeit in dem Fall geschuldet. Ich werde dieses Protokoll heute mit den wie von mir übrigens eingeführten Korrekturangaben, welches auch etwas ungewöhnlich ist, ich mag das halt selber auch, um die Nachvollziehbarkeit herzustellen. Und jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Daniel. Ja, danke schön. Ich glaube, das ist auch gar kein Ding. Also gestern sind ja irgendwie unvorhergesehene Dinge dann passiert, dass dann deine Ergänzungen da nicht drin sind, ist ja... glaube ich, auch absolut nachvollziehbar. Wobei wir, glaube ich, auch so selbstkritisch sein sollten, dass das, ich sag mal, auch öfter schon mal nicht so ganz nachvollziehbar ist für jemanden, der nicht dabei ist. Also ihr nickt, jeder weiß eigentlich, was gemeint ist. Betrifft ja nicht nur die Vorstandssitzung, betrifft ja viele andere Treffen oder Sitzungen auch. Da müssen wir ein bisschen weiter an uns arbeiten. Ich möchte eigentlich da auf den Top 1 nochmal auf die Grasperin-Kampagne zurückkommen. Ich sehe jetzt da, dass Helena offenbar eine Übersicht irgendwie ausgeteilt hat, Merchandise-Artikel zur Grasperin-Kampagne. Ich sehe letzten Endes, da ist jetzt nochmal eine Korrektur ja heute auch vorgenommen worden. Gestern Nachmittag stand da irgendwie noch was anderes, aber das ist jetzt nicht weiter wild. Was ist jetzt da genau mit den Long Papers? Was sind die anderen vorgeschlagenen Merchandise-Artikel? Also ich entnehme da ein Plural raus aus der Übersicht über Merchandise-Artikel. Und dann vielleicht da grundsätzlich die Frage, ob wir, also ich sag mal, was so dieses Campaigning angeht, ob wir diese Dinge nicht irgendwie auch in die Fraktionen dann so ein bisschen reinholen wollen. Oder wollt ihr das bewusst, sage ich mal, immer in der Vorstandssitzung machen und dann nur Ergebnisse hier einbringen? Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Sind jetzt verschiedene Baustellen, wenn es um den Bereich der Grasperin-Kampagne geht, vielleicht Lukas, vorher Harald und eventuell Ingo. Wer, wann, wo, wie, falls gewünscht, ich weiß es nicht. Nicht deine Baustelle. Ja, direkt nochmal zu Daniel. In der Tat ging es ausschließlich um Longpaper. Ja, 2.500 Stück sind das Belegexemplar. Da haben wir auch gestern drüber gesprochen. Müsste eigentlich bei allen Abgeordneten schon vorliegen. Ja, aber gut, wenn das so schnell jetzt nicht... gut, ne? Also Belegexemplar kommt. Ja, kommt. Hatte auch wieder mit anderen Dingen. Belegexemplar kommt. Aber in der Tat, ich wollte einen anderen Punkt, der mir auch am Herzen liegt, aufgreifen, den du gerade genannt hast. Ich bin der Auffassung, dass wir hier in der Fraktion schon ein bisschen ausführlicher
über die Grasperin-Kampagne reden sollten. Da ist so vieles in der, ich habe zufällig mit Lukas vorhin darüber drei Sätze geredet, da ist so viel in der Pipeline und in der Planung, dass ich schon denke, es ist auch mal gut, jetzt hier in dem Kreise sich darüber auszutauschen, damit uns das nicht einholt. Ne? Es gibt ja an verschiedenen Ecken eine ganze Menge Leute, die irgendwie involviert sind. Und ich höre auch das eine oder andere, ich hätte auch Bedürfnis, das ist unsere einzige Kampagne, die wir bisher hier fahren. Alles andere steht ja jetzt noch an, die Konzeption, was die Breite angeht. Und umso dringender ist es, darüber zu sprechen. Aber ich will jetzt dem Lukas in Gottes Namen nicht vorgreifen. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. Oh, es leuchtet. Der Harald hat ein Schlagwort genannt, welches ich direkt aufgreifen möchte, weil es einfach alles erklärt. Es ist in Planung. Da ist momentan ganz viel in Planung. Viele Ideen werden ausgearbeitet, teilweise auch eine Woche später wieder verworfen. Ich habe das Gefühl, dass wir zu diesem Thema uns manchmal ein- bis zweimal am Tag treffen. Das ist gut und das ist super. Das zeigt mir, mit welcher Motivation, welchem Elan die Leute, die diese Kampagne quasi tragen, da eben an diesem Thema arbeiten, welche Vernetzung da stattgefunden hat, auch in die Parteibasis hinein. Das wäre, glaube ich, oder meines Erachtens nach jetzt nicht der richtige Weg, beziehungsweise es wäre sehr ressourcenaufreibend, wenn ich über jedes Gespräch beziehungsweise jeden Zwischenstand, jede Idee, die vielleicht entworfen worden ist, aber die später wieder verworfen wird, die Fraktion unterrichten würde. Gleichzeitig muss und soll die Fraktion natürlich darüber unterrichtet werden, wie gehen wir da letztendlich vor. Und wenn es einen Plan gibt, von dem die Menschen, die jetzt gerade an dieser Kampagne arbeiten, diese Ideen entwickeln, wenn es da einen Plan gibt, wo wir der Meinung sind, ja, das ist jetzt quasi mitteilungsfähig an die Fraktion, dann werden wir das tun. Dann werde ich mich hier in den Fraktionssaal setzen, im Rahmen einer Fraktionssitzung oder außerhalb, und diese Kampagne mehr oder weniger vorstellen mit allen Schritten, mit allen Ideen, die für dieses Jahr geplant sind. Und das sind einige. Wie gesagt, habe Verständnis dafür, dass momentan das Ganze noch in einer sehr kreativen Phase ist. Und deswegen nicht jeder Zwischenstand hier mitgeteilt werden kann. Gleichzeitig ein Angebot an alle, wenn ihr Lust habt, euch daran zu beteiligen, sprecht mit mir, sprecht mit den anderen beteiligten Mitarbeitern, und wenn ihr eigene Ideen habt, bringt sie ein, beteiligt euch mit an den Treffen. Wie gesagt, es ist mindestens zweimal am Tag die Möglichkeit, an irgendeinem Grasperin-Treffen teilzunehmen, und dann schauen wir dann halt, wie das Ganze weitergeht. Gleichzeitig ist es so, auch die aktuellen tagespolitischen Themen aus diesem Bereich eines heuchlerischen grünen Politikers, der mal Flugmeilen gesammelt hat, all solche Dinge muss man halt immer auch tagesaktuell auch mit in diese Planung einfließen lassen. Das hat so eine Kampagne nun mal an sich, dass man auch strategisch reagieren muss, wann man etwas veröffentlicht, wie man es tut. Das sind auch Sachen, die sind unplanbar tatsächlich, und das macht es nicht immer einfacher. Insofern, Ressourcenbedarf ist eindeutig da, und wer Lust hat, damit zu machen, kommt einfach zu mir, und ich denke, er kriegt ganz viele Aufgaben. Daniel. Ja, ich glaube, Toso war schneller, aber ich hätte jetzt eine direkte Nachfrage, wenn Toso erlaubt. Ja, vielen Dank. Also ist auch gar nicht meine Intention, Lukas, dass ihr jetzt über jedes Gespräch irgendwie hier referiert. Das ist ja, das wäre totaler Schwachsinn und Zeitverschwendung. Mir geht es eigentlich wirklich darum, wie soll ich sagen, ich würde halt gern helfen. Also mehr darüber hinaus helfen, als hier und da einen Tweet vom Grasperin-Account zu retweeten, was schon mal vielleicht nicht schlecht ist, aber wenn das jeder tun würde. Aber mir ist das vielleicht eigentlich noch ein bisschen wenig, und deswegen, wenn da halt irgendetwas ist, dann bitte einfach eine Info irgendwo, wo man möglicherweise noch mit unterstützen kann. Das fände ich halt ganz schön. Dann zu Harald noch die Nachfrage. Du sprachst jetzt gerade noch von anderen Kampagnen. Also ich finde, dass die Grasperin-Kampagne halt wirklich gut läuft bis jetzt. Also ich finde, da haben wir ganz ordentliches Feedback zu. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Du sprachst jetzt von anderen Kampagnen noch.
die in Planung sind. Ich entnehme aber daraus, dass die noch nicht in einem Status irgendwo sind, dass die der Fraktion vorgestellt werden könnten. Oder wie sieht es da aus? Wann erfahren wir davon? Harald? Weil du mich jetzt direkt angesprochen hast, will ich darauf auch direkt antworten. Ist ja Joachims Job, wenn ich das so sagen darf. Ja, wir haben jetzt die Grasperin-Kampagne, ist ja die einzige Kampagne, die wir im Moment in dieser Form fahren. Sehe ich, ja, klar, beschlossen und läuft auch gut, ist überhaupt kein Thema. Und Helena ist ja dran, so ist in der vorletzten oder letzten Sitzung vor dem Urlaub, vor Weihnachten ja auch berichtet worden, ein Konzeptionspapier zu erstellen, wo unter anderem Bestandteil sein wird, der an die Fraktion sozusagen verschiedene Vorschläge für unterschiedliche Kampagnen gemäß unseren Schwerpunkten überhaupt vorzulegen, um dann hier darüber zu beraten und zu beschließen. Und das ist ja so, dass im Vorstand sozusagen Joachim sich da den Hut oder der hier von der Fraktion Joachim der Hut aufgesetzt worden ist, so rum. Und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt Anfang Februar oder so in der Fraktion dann beraten wird, wenn das Papier vorgelegt ist von Helena. Herr Joachim, wolltest du da direkt auch was noch zu sagen? Und weil sonst nehme ich Toso. Ich habe dazu an Informationen nicht mehr beizutragen. Das ist der Stand der Dinge. Da ist was in der Pipeline und dann sehen wir weiter. Ja, danke. Toso. Ich hatte jetzt in dem Vorstandsprotokoll eben nur während der Diskussion gelesen, dass es da wegen der Merchandising-Artikel Differenzen gab, wer wie viel verteilen soll und sowas. Da möchte ich darauf hinweisen, dass wir schlechte Erfahrungen mit den Gummibärchen gemacht haben. Also wenn wir Merchandising-Artikel anschaffen, dann sollten wir die auch unter die Leute bringen. Sonst entscheiden wir uns lieber dafür, die nicht anzuschaffen. Die Gummibärchen kann man super essen, ich weiß. Also ich würde halt dafür plädieren, Merchandising-Artikel finde ich toll, aber wir sollten sie dann halt entsprechend auch verteilen. Verteilen. Ich weiß nicht, wie Blättchen schmecken. Okay, Themenbereich Verfallsdatum. Gibt es weitere Anmerkungen, Vorschläge, Hinweise? Das heißt nicht Verfallsdatum, sondern Mindesthaltbarkeitsdatum. Oh, Verzeihung. Okay, das ist nicht der Fall. Wir kommen dann, glaube ich, zu den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir vergangene Woche von Freitag einmal von der Diskussion auch zu Operation Last Chance nochmal sehr coolerweise drei Vorschläge von Daniel Schwert, womit dann jetzt die Hauptkritikpunkte abgefrühstückt sind und ein Antrag, ein Umlaufbeschluss von Oliver Bayer. Da muss ich mal gerade noch einmal schnell nachzählen, ob ich mich da jetzt verguckt hatte über das Tool 1. A9 war also auch nicht durchgegangen für eine Veranstaltungsunterstützung. Gibt es Rückfragen zu dem Operation Last Chance Versionen, Varianten noch seit vergangenem Dienstag und vergangenem Freitag? Ansonsten würde ich die drei Versionen, wie ich finde, jetzt abstimmen lassen. Gibt es dazu weitere Rückfragen oder Hinweise? Nico, du guckst gerade so. Bitte? Deswegen ja, wenn du Frage hast, dann. Die drei Operation Last Chance Dinger. Dietmar, Anmerkung, entschuldige. Danke. Ich hatte. Entschuldigt bitte, dass ich aufgrund einer anderen Angelegenheit der Diskussion jetzt nicht 100% folgen konnte. Allerdings hatte ich das auch schon vergangene Woche Dienstag einmal angeführt, dass die Liste oder die Listen, von denen ja die Rede ist, so sie denn über das Bundesministerium der Justiz und auch des Inneren von Seiten des Simon-Wiesenthal-Zentrums eingereicht worden sind, an erklärtermaßen an
von den Ministerien an die Zentralstelle für nationalsozialistische Massenverbrechen in Ludwigsburg. Das ist eine Zentralstelle aller Landesjustizverwaltungen geleitet worden ist. Und glaublicherweise, ich hatte im Zusammenhang mit meiner Recherche darüber auch eine Sache gefunden, dass wohl ein Fall von dort, wohl auch wohl von der Liste nach NRW gekippt worden ist, an die Justizbehörden und dort wiederum eingestellt worden ist. Ich frage mich bei der Konstellation, dass alle Länder sich offenbar auf diese Zentralstelle verständigt haben, es sinnvoll ist, hier das NRW alleine isoliert herauszugreifen, ohne dass das Simon-Wiesenthal-Zentrum von sich aus beispielsweise eben den Weg gewählt hat, diese Liste auch dem identifizierbaren Personenkreis entsprechend an die jeweilige Staatsanwaltschaft oder Generalstaatsanwaltschaft beziehungsweise an die Zentralstelle in Dortmund geleitet hat. Dass das nicht erfolgt ist, halte ich für problematisch. Selbst wenn also diese Liste nicht an die Länder isoliert oder einzeln verteilt werden sollte, bleibt es aber doch dabei, dass die Landesjustizverwaltungen, eben auch die Vertreterinnen und Vertreter von Staatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-Westfalen in der Zentralstelle in Ludwigsburg engagiert sind und dementsprechend auch, das unterstelle ich einfach, dass dort eine sachgerechte und seriöse Behandlung vorgetragenen Fällen, möchte ich mal sagen, dort stattfindet, sodass dann die Verteilung entsprechend auf die zuständigen Staatsanwaltschaften der Bundesländer oder eben innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verteilt werden, so man denn eben dort entsprechende Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt hat, wie zum Beispiel leben diese Menschen noch, wo leben die und so weiter und so fort. Da muss ja auch eine gewisse Zuständigkeit dann ermittelt werden. Und von daher, ich habe jetzt nicht nachgefragt in Ludwigsburg, ob und inwieweit damit umgegangen worden ist. Ich habe natürlich auch nicht nachgefragt, ob der Justizminister darüber weiß. Aber er weiß offenbar nichts, denn die Kleine Anfrage hat sich dementsprechend geäußert. Allerdings habe ich nach wie vor, noch einmal betonen, keinen Zweifel, dass die Zentralstelle in Ludwigsburg mit einer solchen ihr vorliegenden und von den Bundesministerien übermittelten Listen seriös und zweckentsprechend sowie sachgerecht umgeht. Und das diese Information fehlt mir, deswegen hatte ich, und das hatte ich ja auch in den entsprechenden Beschlussvorlagen, Daniel, die du gemacht hattest, ausgeführt. Ohne diese Information habe ich Schwierigkeiten, da eben diesen Anträgen zuzustimmen. Und deswegen habe ich mich vor einer solchen Information, bevor diese Information mir vorliegt, habe ich mich deswegen enthalten. Also das wollte ich anregen, dass wir vielleicht da, bevor wir einen solchen Aufschlag dann auch tatsächlich machen und vielleicht damit auch indirekt unterstellen, dass das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen sich nicht dieser Sache annehmen möchte, nachzufragen in Ludwigsburg, ob und inwieweit hier Nordrhein-Westfalen berührt sein kann und wie der Ermittlungsstand dort ist. Ich selber habe eine Verständnisfrage, die stelle ich aber zurück, vielleicht sagt Daniel dann jetzt direkt das Korrekte. Also es gibt natürlich keinen Zweifel daran anzunehmen, dass nicht die in Ludwigsburg damit sach- und fachgerecht umgehen. Und das ist auch eine Zentralstelle der Länder. Insofern wollen wir mal hoffen, dass Nordrhein-Westfalen davon erfährt. Nichtsdestotrotz machen wir ja hier Landespolitik und können jetzt nicht sagen, hier die Bundesebene, weil die Bundesebene nichts tut, tun wir auch nichts. Das würde unserem Verständnis von Landespolitik ja nicht entsprechen, sondern wir sagen, wenn hier eine Notwendigkeit besteht, dann fordern wir auch dazu auf. Und wie gesagt, ich beziehe mich ja in erster Linie auf die kleine Anfrage, die ich gestellt habe und aus der genau geht eben hervor, diese Informationen liegen im Moment weder dem Ministerium noch dieser Zentralstelle in Dortmund vor. Und nichts anderes fordern wir ja, als dass das hergestellt wird. Wo jetzt da gegebenenfalls ein Versäumnis liegt, ob nun auf Seiten der Stiftung, ob auf Seiten dieser Zusammenarbeit da zwischen den verschiedenen Stellen, das geht uns ja gar nichts an. Es geht ja nur darum, dass wir entsprechenden Druck ausüben, dass diese Ermittlungen eben auch hier von seitens Dortmund vorangetrieben werden. Und wenn du dich auf diese Liste beziehst, da gibt es die Version 1, die ist eingestellt von Frank. Das ist halt eine redaktionelle Änderung in der Version 3, drei Beschlusspunkte. Da hat er halt eben
das Wort Liste durch ein allgemeineres, die vorliegenden Daten ausgetauscht. Also das ist eine Art und Weise, sich nicht so auf diese Liste zu beschränken, sondern generell eben zu sagen, hier, ihr habt diese Daten in den Blick zu nehmen und diese entsprechend weiterzuleiten. Also es ist durchaus eine sinnvolle Ergänzung an der Stelle. Ne, also auch da, da kann man dem von dir geäußerten Problem im Umgang mit dieser Liste, wer da jetzt fachgerecht gearbeitet hat oder wer nicht, kann man eben entgehen, indem man sich allgemein auf diese Daten bezieht. Wenn ich dann nochmal ganz kurz dem Dietmar das Wort geben kann, ich habe aber trotzdem, jetzt muss ich ganz kurz die Frage stellen, ich werde gerade schon durch die Referenten unterbrochen. Ich hatte mich jetzt zurückgestellt. Meine Frage geht dann jetzt dann doch dahingehend, was könnte das Justizministerium selber mit der Liste machen? Das hatte ich jetzt nicht verstanden. Also wenn Ludwigsburg, ich will immer Ludwigshafen sagen, dies ja selber an die Staatsanwaltschaften weitergibt, weiß ich jetzt gerade nicht genau, was dann das Justizministerium damit machen soll. Das ist einfach nur... Nun gibt es in Dortmund eine separate Stelle, die für Nordrhein-Westfalen zuständig ist. Ne? Zwar haben die Länder diese Koordinierungsstelle da in Ludwigsburg und das sollte eigentlich genau der Punkt sein, wo diese Listen dann an die Länder weitergegeben werden, aber das funktioniert ja offenbar nicht ausreichend. Nein. Dann würde ich ganz gerne Dietmar und Michelle, möchte aber zugleich eben die Sitzungsleitung an jemand anderen übergeben für 5 Minuten. Dietmar, dann vielleicht mal du. Dankeschön. Also zwei Dinge. Erstens, ich gebe dir da recht, Daniel, dass du sagst, das ist ja eine was haben wir hier im Land mit Bundesangelegenheiten zu tun oder mit Bundeszentralen oder dergleichen. Also mein Verständnis vom föderalen System ist dann doch ein anderes, insofern als die Länder, nämlich alle Bundesländer, sich offenbar da aus gutem Grunde darauf verständigt haben, sich in dieser Bundeszentrale zusammenzuschließen. Also wohl bemerkt, es ist ja der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland ist ja dort abgebildet, insofern als die Landesjustizverwaltungen dort, ich sag mal, an einem Tisch, so wie wir hier sitzen, und die vorgetragenen Indizien möglicherweise oder Fälle auch so weit vorermitteln, dass dann in den jeweils für zuständig erachteten Ländern die Staatsanwaltschaften oder sei es drum auch, dann in Nordrhein-Westfalen die Zentrale in Dortmund tätig werden kann. Denn die Zentrale in Dortmund macht dann ja auch nichts anderes, als wiederum weiter zu ermitteln und gegebenenfalls an örtliche Staatsanwaltschaften, örtlich zuständige Staatsanwaltschaften weiterzuleiten, weil wir eben kein Zentralgericht dafür haben. Und von daher sehe ich also hier in der Zentralisierung dieser Ermittlungsverfahren in Ludwigsburg oder dieser Verdachtsaspekte in Ludwigsburg keinen Widerspruch zwischen Bund und Ländern aufgrund der föderalen Situation. Das andere ist, das Justizministerium mag die Liste bekommen, aber ich möchte noch einmal betonen, was soll das Justizministerium, oder die Frage betonen, was soll das Justizministerium denn damit machen? Denn das Justizministerium ist keine Ermittlungsbehörde, sondern das Justizministerium kann letztendlich nichts anderes, als es dann auch wiederum an Staatsanwaltschaften gegebenenfalls weiterleiten. Ja, habe ich gelesen. Habe ich gelesen, aber das Justizministerium wird letztendlich auch nicht mehr tun können. Und dann weiß ich nicht, was damit passiert. Dann wird es möglicherweise wieder nach Ludwigsburg gehen, denn die Frage wird in Ludwigsburg landen, was ist denn da, was hat die Landesjustizverwaltung denn in Ludwigsburg mit dieser Liste gemacht? So, also ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, welchen Effekt das haben soll. Es tut mir leid, es erschließt sich mir nicht. Michelle, vielleicht bin ich da alleine, das kann ja sein. Ja, hallo, ich bin der Unzufriedene. Wir haben letzte Woche fast eine Dreiviertelstunde über das Thema geredet.
Es haben Leute gesagt, sie setzen sich zusammen, werden alle Punkte aufschreiben, werden entsprechende Beschlussvorlagen machen. Bis Freitag ist nichts passiert. Am Freitag waren wir nicht beschlussfähig in der Mammelsitzung, haben über Umlaufbeschlüsse geredet. Umlaufbeschlüsse wurden eingestellt. Erste Kritik an dich, Daniel. Eine formale Sache eher. Wir haben gesagt, Umlaufbeschlüsse werden per E-Mail angekündigt. Das hast du nicht gemacht. Sei es aber drum. Zweite Kritik bei den Umlaufbeschlüssen haben, ich glaube, es waren 7 Leute im Mumble, 4 Leute haben den Umlaufbeschluss mitgemacht. Unglaublich schlecht, Leute. Ich bin so angepisst deswegen. Das gibt's überhaupt nicht. Jetzt sind wir hier und es gibt eine dritte Version. Der Frank hat sich hingesetzt, hat noch eine dritte Version gemacht, auch wenn er da nur eine Formulierung geändert hat, aber sei es drum. Und jetzt fangen wir wieder an zu diskutieren. Ich habe so Bock, einfach rauszugehen und zu sagen, lass die Idioten einfach machen, was sie wollen. Ich habe keine Lust mehr darauf. Wir haben letzte Woche diskutiert, es gab eine Woche Zeit, sich hinzusetzen und zu sagen, das ist der Gegenvorschlag oder zu sagen, lass uns das einfach ablehnen und die Punkte zusammenzufassen, im Umlaufbeschluss die Punkte zusammenzufassen und jetzt sitzen wir wieder hier und ich muss mir das wieder alles anhören. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich sage es euch aus tiefstem Herzen, es tut mir leid, wenn ich das so drastisch formulieren muss. Das klaut uns so viel Zeit. Frank. Ja, ich wollte das jetzt nicht so laut, ich kann sowieso noch nicht so richtig reden, aber erstmal, Daniel, danke, du hast das gesagt, warum ich das geändert habe. Mir ging es tatsächlich um das Wort Liste, ist ja auch sehr deutlich geworden. Danke auch für die Zustimmung dahin. Inhaltlich ist das Ding von dir. Ich finde, wir haben den Antrag tot gemacht, schon in der Mammelrunde. Wir machen ihn heute nochmal tot, das finde ich echt mies, weil es gehört... Zu dem Antrag von Anfang an gehörte dazu, die anderen Fraktionen mit ins Boot zu nehmen. Das ist ausgeschlossen jetzt und so auf die Schnelle. Und deswegen, ja, es ist sehr, sehr schade. Ich wollte dich fragen, ob du den praktisch für das nächste Plenum richtig vorbereiten möchtest, die Version, die wir jetzt gleich abstimmen werden, weil ich hoffe, dass wir einen abstimmen. Oder... Weil jetzt das Ding zu verbraten oder die Idee zu verbraten, weil die Idee dahinter, überhaupt diese Zeit jetzt zu nutzen, das ist ja wichtig, dass zu dem Thema noch was passiert. Das wäre meine Frage an dich gewesen. Moni. Daniel. Ja, das hätte ich sowieso gerne noch thematisiert. Ich möchte diesen Antrag nicht einfach so einreichen, also jetzt, weil gleich 12 Uhr ist, schnell unterschreiben und weg damit, sondern es war ja mein Wunsch und deswegen habe ich ja auch diesen Vorlauf gewählt, das bereits letzten Dienstag anzusprechen, dass wir da mit den anderen Fraktionen drüber reden, bevor dies in das Parlamentssystem eingegeben wird, einfach um eine Chance zu schaffen, einen gemeinsamen Antrag zu machen. Also so gesehen ist auch das, was immer wir jetzt auch beschließen, auch nur eine Vorlage für diese Diskussion, die dann möglicherweise im Anschluss sich mit den anderen Fraktionen entspinnen würde. Insofern hätte ich ohnehin vorgeschlagen, dass wir den für dieses Plenum nicht mehr einreichen. Nichtsdestotrotz, wir sehen ja, wie schleppend die Diskussion ist. Sollten wir zu einem Beschluss kommen, ob wir das nun wollen und wenn ja, mit welcher Stoßrichtung oder nicht. Das ist der Punkt. Ansonsten möchte ich Michel nochmal sehr danken für seine drastischen Worte. Ich habe diese drastischen Worte bereits am Freitag in der Mammelsitzung gebraucht. Dann brauche ich die nicht selber wiederholen. Aber den Grad der Enttäuschung, den ich empfinde über das Umgehen oder vielmehr nicht Umgehen damit, den habe ich, glaube ich, schon deutlich gemacht. Nico. Ja, danke. Wenn hier alle mal eifrig dabei sind, ihre Enttäuschungen kundzutun, dann möchte ich an der Stelle da nicht zurückstehen. Also ich finde es erstmal schade, dass hier Leute dadurch belastet sind, dass sie politisch diskutieren müssen, dass Einzelnen hier abgesprochen wird, dass sie sich Gedanken über ihr Abstimmungsverhalten machen, dass es vielleicht Gründe gibt, warum man nicht bislang abgestimmt hat, weil man eben noch in einem Meinungsbildungsprozess ist, weil man noch auf Informationen wartet. Ich warte noch auf eine Information aus dem Justizministerium. So, das wird hier einfach alles negiert und so getan, als würde...
als würde hier, ja, also jedenfalls würde es als Grund genommen, tief enttäuscht zu sein, wo ich mich frage, ja, was sollen diese Anschuldigungen hier in der Runde, die ich zumindest so gehört habe, und ich weiß nicht, wenn man die Diskussion jetzt hier verfolgt hat, war das ja jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, was bislang hier geäußert wurde. Zum Vorgehen wurde gerade schon was gesagt, und Daniel, finde es gut, dass du das angedacht hast als gemeinsamen Antrag. Das finde ich, begrüße ich ausdrücklich. Ich habe es aber auch schon mal gesagt, dass es dann unglücklich ist, weil es den Bereich Justiz betrifft. Dietmar, der da nun auch Bedenken geäußert hat, ich finde, die sind auch nicht unberechtigt, ich habe eigene Bedenken geäußert, die dann einfach zu, naja, nicht aufzunehmen, weil, also dann hätte ich mir schon gewünscht, dass mit dem Sprecher aus dem zuständigen Ausschuss dann frühzeitig dieser Antrag gemeinsam entwickelt wird, um diese Diskussion dann auch zu vermeiden, die hier ja als nicht so ganz glücklich empfunden wird, kann ich auch durchaus nachvollziehen, aber dann dürfen wir Ursache und Wirkung nicht vertauschen an der Stelle. Und Franks Vorschlag, den du ja gerade schon sozusagen gutiert hast, kann ich an der Stelle dann auch nur unterstützen, dass wir versuchen, daraus einen gemeinsamen Antrag zu machen. Und es besteht ja jetzt, also wir dürfen das nicht auf die lange Bank schieben, das Thema, das ist auch klar, aus naheliegenden Gründen. Operation Last Chance hat das im Namen schon den Grund. Aber es ist jetzt nicht so zwingend wie eine Aktuelle Stunde, dass wir, wenn wir es jetzt die Deadline reißen, es nie mehr einen Sinn macht, diesen Antrag zu stellen. Und das war meine Anmerkung noch dazu. Michel. Lieber Nico, mir geht es nicht um Leute, die Informationen brauchen oder die noch ein bisschen Zeit brauchen. Es geht mir auch nicht darum, dass hier politisch diskutiert wird. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Was ich in Abrede stelle und was mich so auffühlt, dass ich das hier sagen muss, ist, dass wir die gleichen Argumente hier hören, letzte Woche Freitag gehört haben, letzten Dienstag gehört haben, dass gesagt wird, es wird zusammen was gemacht, und jetzt stehen wir hier vor einer Entscheidung, wir standen am Freitag schon vor einer Entscheidung, jetzt stehen wir hier vor einer Entscheidung über drei Anträge, und am Ende sind Informationen wie: Ich warte noch auf eine Information. Die ist ja tatsächlich relevant. Aber immer wieder Sachen zu wiederholen, die schon dreimal gesagt wurden, ist nicht mehr relevant. Und öffentlich darzustellen, dass man nicht miteinander geredet hat, sondern sich wieder nur hier trifft, um am Ende die Argumente gegeneinander aufzuwägen, ist mir da zu wenig. Wenn du sagst, da fehlt noch was, diese Information ist tatsächlich für mich noch nicht da und deswegen kann ich noch keine Entscheidung treffen, ist das was ganz anderes, als zum dritten Mal dieselbe Diskussion zu führen. Nee, das geht noch genau bis 55. Das heißt, wir machen jetzt mit Dietmar den letzten Redebeitrag und dann möchte ich gerne die Punkte abstimmen. Also, ich bin erschrocken über deine Ausführungen, Michel. Jeder Beitrag, den einer der Fraktionäre hier leistet, ist relevant. Vor allen Dingen dann, jetzt hörst du zu, wenn ein Antrag letzte Woche Dienstag vorliegt, ein Antrag am Freitag vorliegt und ein Antrag heute vorliegt. Und der liegt. Moment, und sogar am Donnerstag davor. Ein Antrag oder mehrere Anträge liegen viermal vor, hier in der Fraktion. Und dann ist es auch viermal gerechtfertigt, dass sich Leute dazu äußern. Und wenn in der Zwischenzeit trotz bestimmter Hinweise, wie zum Beispiel auch letzte Woche in der Fraktionssitzung, keine ergänzenden Informationen kommen und ich dann im Rahmen des Umlaufbeschlussverfahrens begründetermaßen eine Enthaltung formuliere, ja, und sich trotzdem viele Leute noch nicht entschließen können, weil sie einfach verunsichert oder unsicher sind, dann ist es gerechtfertigt, dass jeder möglicherweise auch Dinge zweimal sagt. Das tust du auch. Also bitte. Also hier Leute einfach mundtot machen zu wollen, dass ich glaube nicht, dass das hier dem Anspruch unserer Fraktion entspricht. Gut, vielen Dank. Das war der letzte Redebeitrag zu dem Tagesordnungspunkt. Dementsprechend kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen erstens ab über die Version 1. Ich denke, wir haben Approval Voting, wenn es da jetzt keine Gegenstimmen gibt. Nein, wir haben Approval Voting. Das heißt, wer ist für die Version 1, Operation Last Chance, Variante mit drei Beschlusspunkten, runde das Wort Liste im Beschlussteil. Ja, genau.
stellen ihn nicht heute, also um das klarzustellen, wir stellen ihn nicht heute, sondern wir steigen damit in eine Diskussion mit den anderen Fraktionen ein und dann entscheiden wir, je nachdem, was dabei rauskommt. Gut, vielen Dank. Das heißt, die Entscheidung ist für Version 1 gefallen, das heißt mit 3 Beschlusspunkten ohne das Wort Liste im Beschlussteil. Das ist jetzt die Arbeitsgrundlage. Gut. Dankeschön. Gut. Kommen wir, zu Top 4. Was ist da? Was war noch mit Oliver? Ja. Der Umlaufbeschluss von Oliver. Ist, war der jetzt durch, oder? Der war mit 9, der war mit 9 Stimmen nicht angenommen, also nicht durchgegangen. Die Beteiligung Oliver? War zu gering. Ich ergänze an der Stelle noch, nicht so schlimm, dass er nur mit 9 statt mit 10 dafür Stimmen das verlassen hat. Also, denn, ja, so kann ich noch die Anmerkung machen, die Veranstaltung wurde auf den 24. März verlegt, weil Referenten abgesagt haben für den einen Termin. Und insofern bitte ich dennoch um die Abstimmung darüber, dann vielleicht mit dem geänderten Termin. Gut, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommen wir zur Abstimmung bezüglich der Unterstützung der Veranstaltung jetzt an diesen neuen Termin. Wer kann das befürworten, diese Veranstaltung zu unterstützen? Bitte ich um das Handzeichen. Michelle, du warst nicht davor, sonst wenn... Gut, dann war das einstimmig. So, dann verlassen wir diesen Tagesordnungspunkt und kommen zu Top 4, Vorbereitung Plenum, nachgelagerte Anträge. Ja, Grumpy, bitte. Vielen Dank. Wie schon eingangs heute erwähnt, haben die Referenten sich gestern hingesetzt, sitzen übrigens jetzt gerade noch mal um ein, zwei doch noch mal formell diskutierte Änderungen mit reinzubringen. Es gibt die Überlegung, oder es gab von Seiten der Referenten die Überlegung und lustigerweise auch von einzelnen Mitgliedern des Vorstands, wo aber die Referenten vorgegriffen haben. Es wurden alle bisherigen Anträge von uns durchforstet nach allen digitalen Geschichten, die wir da so bisher eingebracht haben. Denn wir können davon ausgehen, dass die alleinige Regierungserklärung, die jetzt angekündigt ist, ich gehe davon aus, dass sie halt heute in der PG-Runde dann auch so entsprechend auf die Tagesordnung gesetzt wird, in der Sache der Kraftschen Megaperls-Kampagne, dass wir da einen Kontrapunkt setzen könnten und auch aus Sicht von zum Beispiel unseren Presseleuten auch sollten. Ich persönlich würde das auch unterstützen. Gleichwohl, die Fristen sind halt für uns intern abgelaufen. Ich selber finde den grundsätzlichen Antrag allein in dem Bereich, als es zur digitalen Agenda kam, gut.
Den habe ich gestern Abend noch rumgeschickt und heute Vormittag auch nochmal. Es gibt es ist der Vorschlag sozusagen oder der Antrag für eine direkte Abstimmung. Wenn die das hier ernst meinen, auch die anderen Fraktionen, die FDP und die CDU, haben auch ihre digitalen Willen bekundet. Es wird ganz einfach Zeit, dieses Thema nicht mehr irgendwie hier quer zu streuen, sondern da explizit einen nach außen getragenen echten Internetausschuss einzusetzen. Dies funktioniert formell natürlich nur über den Ältestenrat. Gleichwohl, man kann sich natürlich auch interfraktionell dafür aussprechen, dies anzugehen, also sozusagen die Willensbekundung hierzu. Und so viel dazu von mir. Dietmar? Oh, Entschuldigung. Und dann, ich glaube, Tose war zuerst, Tose und dann Dietmar. Dankeschön. Erstmal vielen Dank für die Stoßrichtung, finde ich ganz hervorragend. Und viele Teile dieses Antrags halte ich auch für eine gute Basis. Ich bin jetzt eben im Zug aber nur mal anderthalb Seiten durchgegangen und habe, glaube ich, mehr Anmerkungen daneben geschrieben, als in dem Text eigentlich drin ist. Also zum Ersten Kleinigkeiten. Wirklich Kleinigkeiten, ganz viel. Als Erstes, sprecht bitte nicht immer von Bürgern. Wir sind die Fraktion, die für alle Menschen hier tätig ist. Nicht nur für den Bürger, sondern auch für die, die hier nicht Bürger sind. Das verdeutlichen wir in allen anderen Lebensbereichen. Lasst es uns hier auch tun. Das fände ich toll. Nächster Punkt. Wir gestehen im ersten Satz schon der Landesregierung zu, dass sie sich das Thema wirklich auf ihre Agenda gesetzt hat. Nee, haben sie nicht. Sie haben nur gesagt, sie würden da demnächst vielleicht mal was machen. Auf ihre Agenda gesetzt haben sie es nicht. Lass uns das bitte nicht im ersten Satz selber mit bestätigen. Na, ich könnte das jetzt für die ersten anderthalb Seiten, die ich mir durchgeguckt habe, für jeden Satz so weitermachen. Lass uns das bitte alternativlos alles formulieren. Bitte. Der Vorschlag ist total geil. Ich finde die Stoßrichtung total gut. Go. Aber dann wirklich mit voller Power dahinter, nicht mit angezogener Handbremse. Nee, ist es eigentlich. Danke. Dietmar. Ja, ich möchte fast sagen, danke, Tose, für deine Ausführungen. Erstmal danke den Referentinnen. Jetzt bin ich erschüttert. Ja, Referentinnen für diese phänomenale Aus-dem-Hut-Zauber, wir machen mal was. Sehr gut, absolut gut. Allerdings für meine Begriffe zu kurz gesprungen. Leider Gottes zu kurz gesprungen. Liebe Referentinnen und liebe Referenten, passt auf, ich sage euch was oder ich sage euch allen uns allen etwas. Wenn hier wir als Piratenfraktion schon geteasert werden in der relevanten Sendung, das war Westpol in diesem Fall, damit, dass hier die Landesregierung ganz offenbar versucht, der kleinsten Oppositionspartei im Landtag NRW die Themen wegzunehmen und einen solch massiven Aufschlag wagt in einer Landespressekonferenz Mitte der Legislaturperiode, im Prinzip ihr bisheriges Wahlprogramm und auch Koalitionsvertrag für abgearbeitet hält und sagt, wir machen jetzt mal eine neue Politik, nämlich die der digitalen Gesellschaft und des Wandels. Eine neue Politik, so hat sich's angekündigt, alles super mega. Dann soll aber bitte schön die Landesregierung auch super mega einen Aufschlag machen und dann soll nicht Frau Kraft das zu ihrer Chefsache erklären, sondern dann soll sie für diese Zwecke ein Ministerium einrichten und nicht im Klein-Klein verfallen, ja, und sagen, da macht dann jeder mal so sein Ding, ein bisschen digital hier, ein bisschen digital da, ein bisschen mega da und ein bisschen Bytes hier, sondern dann soll verdammt nochmal ein Ministerium für die digitale Gesellschaft eingerichtet werden, als erstes Ministerium Lande Nordrhein-Westfalen. Damit wäre ein innovativer Aufschlag gewagt, aber diesen Schritt geht sie deshalb nicht, weil sie nicht weiß, wo sie die Kohle hernehmen soll. Ja, das hat Joachim ja in dem Interview auch deutlich in diesem Kurzstatement deutlich zum Ausdruck gebracht. Da stehe ich voll hinter. Ja, also hier das große Heil der digitalen Welt zu verkünden und nicht zu sagen, wie es funktionieren soll und alles letztendlich im Klein-Kleinen verschwimmen zu lassen, geht aus meiner Sicht nicht. Hier fehlt der echte, nachhaltige und auch wirklich glaubwürdige und glaubhafte Aufschlag der Landesregierung. Und das sollten wir deutlich machen, indem wir wirklich eine Forderung stellen, die ein Pfund ist.
Und das Pfund kann nur heißen, ein neues Ministerium muss geschaffen werden, ein sogenanntes Internet, nennen wir es so von mir aus, oder als Arbeitstitel, Internetministerium oder Breitband, scheißegal. Also, nee, ist zu wenig. Nee, Breitbandministerium wäre zu wenig. Ministerium für, wie es im Antrag steht. Ministerium für die digitale, wir fordern ein Ministerium, die Einrichtung eines Ministeriums für die digitale Gesellschaft oder von mir aus für die Zukunft der digitalen Gesellschaft, dann ist das einzige und für meine Begriffe aus unserer Sicht alternativlosen Ausschuss wäre dann das Spiegelbild des Ministeriums und nicht umgekehrt. Wir machen erst einen Ausschuss und dann vielleicht schauen wir mal, welche Ministerien da eventuell für zuständig sein könnten. Also go. HFA ist auch ein Querschnittsministerium. AGS sind viele zusammen, aber das merkt man ja auch gerade bei AGS, viele Sachen durcheinander oder auch in Wirtschaft und Energie, so wie das zusammengehören mag auch, findet aber vieles in der Diversifizierung statt und hier muss eine Zentralisierung her, ganz klar, nicht dezentral in dem Fall, sondern gebündelt die Power von Mega in ein Ministerium. Meine Forderung, also mein Petitum. Daniel? Vielleicht sollten wir erstmal einen Schritt zurücktreten und fragen, was wollen wir denn jetzt überhaupt mit diesem Antrag? Das ist mir nämlich nicht ganz klar. Wollen wir möglicherweise einen solchen Ausschuss tatsächlich erreichen? Dann wird es sicherlich nicht richtig sein, jetzt mit so einem Antrag nach vorne zu gehen, sondern da muss man mit den anderen Fraktionen reden und die mit ins Boot holen. Oder aber wollen wir mit dem Hinterkopf, dass wir wissen, es kommt sowieso nicht zu so einem Ausschuss, dieses als Aufschlag für eine Generaldebatte nutzen. Diese Entscheidung sollten wir vielleicht erstmal treffen. Das können wir ja vielleicht auch gleich in Form eines Meinungsbildes tun. Grundsätzlich finde ich das natürlich richtig, diese Forderung aufzustellen. Auch die Forderung nach einem Internetministerium finde ich vollkommen richtig und eigentlich überfällig. Kann man auch entsprechend gut begründen. Auch eben mit dem Hintergrund, wenn wir uns darüber klar sind, dass das sowieso nicht kommt, es als Forderung in den Raum zu stellen und entsprechend zu unterfüttern. Jetzt habe ich gehört, es gibt durchaus auch noch den Wunsch, inhaltlich an diesem Antrag zu arbeiten. Also selbst wenn wir uns jetzt entscheiden sollten, wir wollen oder wir gehen das ein, dass wir eigentlich diesen Ausschuss nicht bekommen werden und nutzen das eben für einen Anstoß der Debatte, dass es trotzdem unter Umständen notwendig ist, an diesen Antragstext nochmal ranzugehen. Insofern wird es auch schwierig, den jetzt einzureichen. Aber diese grundsätzliche Entscheidung, wollen wir diesen Ausschuss forcieren, wollen wir wenigstens eine gewisse Chance nutzen, dass so ein Ausschuss tatsächlich kommt, dann sollten wir da zuerst mit den anderen Fraktionen drüber reden. Vielleicht mal so als Meinungsbild, was sollte der Schwerpunkt eines solchen Antrags sein? Die Erlangung eines tatsächlichen Ausschusses oder alternativ eine Generaldebatte anzustoßen? Toso. Du möchtest ein Meinungsbild, kannst du das bitte nochmal konkret? Dann formuliere ich das mal ganz konkret. Wer würde es bevorzugen, dass wir anstreben, einen solchen Ausschuss tatsächlich zu bekommen? Jetzt. Oder passt das nicht? Ich würde gerne mal ein bisschen darüber diskutieren. Okay, gut, dann stelle ich das zurück. Der Wunsch nach Diskussion ist da, das heißt, jetzt ist der Toso dran. Ja, also wir sollten das genauso wie Dietmar sagt, dahingehend ernst nehmen, dass man sagt, wenn die Landesregierung das wirklich will, dann muss sie das bündeln. Die bisherigen Anstrengungen mit einer Geschäftsstelle, wo drei Leute drin arbeiten sollen, wo sie nur zwei Plätze vom besetzt kriegen, weil sie den dritten nicht besetzt kriegen, weil sie den technischen Menschen für ihr Kleingeld nicht einkaufen können am Markt, die sind anscheinend jetzt schon gescheitert. Wenn man Gespräche da führt oder auch mal zuhört einfach nur, dann stellt man sich fest, dass die sich bei den ursprünglichen Ministerien die Füße wund laufen und die Ministerien alle da sitzen und sagen, Geschäftsstelle, mir doch egal. Also, das kann nur auf einer entsprechenden Augenhöhe passieren. Gleichwohl ist es natürlich die eine Sache der Regierung. Wir fordern das von der Landesregierung, ist ja nun mal ein anderer Job als das, was wir hier machen. Wir müssen natürlich versuchen, für unseren Bereich wirklich die Mehrheit zu gewinnen, um hier auch einen entsprechenden Ausschuss zu haben. Wir müssen diese Spiegelbildlichkeit natürlich an der Stelle dann in den Vordergrund stellen.
und halt auch wirklich deutlich sagen, wir fordern hier den Ausschuss, damit es auch ein Ministerium gibt und damit man das auch ernst nehmen kann. Und wenn Frau Kraft das wirklich ernst meint, dann muss sie da jetzt mal Gas geben und nicht einfach Sachen scheitern lassen, wo wir einfach Kleinscheiß haben müssen. Wir sprechen hier im Hintergrund mit Leuten und wollen irgendwelche Straßenlisten für irgendwelche NGOs haben, die völlig wertfrei im Ministerium vorliegen, in den Ministerien, angeblich den Kommunen gehören und die machen da so viel Geld mit, ist noch nie einmal angefragt worden. Alles dummes Zeug. Da passiert im Hintergrund gar nichts mit Digitalisierung. Null. Das wird geblockt bis zum Ende. Und da müssen wir den Finger in die Wunde legen und sagen, wollt ihr das wirklich? Dann jetzt Ausschuss, dann Ministerium und go. Aber dafür reicht der Antrag noch nicht ganz. Obwohl ich da mich bei allen Mitarbeitern sicher gerne bedanke, aber der ist noch nicht... Der ist nicht zwingend genug. Olli. Ja, danke schön. Wir wollen ja die Debatte und deshalb reichen wir, als meine Meinung zumindest, deshalb reichen wir den Antrag auch ein. Ist immerhin so, dass wir uns extra alle anderen Anträge gespart haben, damit wir diesen Aufschlag machen können und richtig konzentriert hier nur für dieses Thema diesen einen Antrag einreichen, um der Landesregierung was entgegenzusetzen und auch zu sagen, hier ist aber unser Thema. Deshalb sollten wir meiner Meinung nach diesen Antrag auch einreichen. Ziel ist also, um Daniels Frage zu beantworten, aus meiner Sicht, Ziel ist hier die Debatte zu führen und auch selber ein starkes Signal zu setzen und nicht irgendwie nachher, weil Rot-Grün irgendwo einen Antrag haben, unseren Antrag so irgendwie so ein bisschen umgewurstelt, schöner formuliert, aber ansonsten leider nur einen Entschließungsantrag irgendwie da dran zu ketten. Fände ich doof. Ich fände es schöner, wenn wir den Antrag, auch wenn er vielleicht noch nicht perfekt ist, reinhauen ins Plenum als Antrag und nicht als Entschließungsantrag. Ist zwar schön, ich fände es natürlich auch gut, ein Mega-Ministerium zu fordern. Ich glaube, das können wir allerdings dann, das muss nicht im Antrag stehen, das können wir zusätzlich in der Plenarwoche noch fordern. Also ein Mega-Ministerium fordern können wir so. Was die kleinen Formulierungsfehler betrifft, ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch schaffen, da noch schnell was dran zu ändern. Ich kann beide Sachen, die Thorsten sagt, nachvollziehen. Agenda, das Wort ist unschön im ersten Absatz. Und ja, das mit den Bürgern, das stört mich schon die ganze Zeit bei den Piraten. Aber ich glaube, das ist kein Problem dieses Antrags, sondern ein Problem der Piraten. Sie meinen immer Menschen und sagen immer Bürger. Guck dir die Plakate von Hamburg aus, da steht Bürger drauf und sie meinen Menschen. Aber das ist so ein Wording-Problem. Und dann können wir uns noch überlegen, ich glaube, das können wir uns heute noch überlegen, wenn wir den Antrag einreichen, ob er zur direkten Abstimmung ist oder ob wir zumindest dann unseren Goodwill zeigen, ob es reicht, wenn wir sagen, okay, wir machen trotzdem eine Ausschussüberweisung in den Ältestenrat oder so. Und das hatten wir, ja, ich weiß, das geht eigentlich nicht, aber das hatten wir schon mal. Wir hatten schon mal eine Überweisung, Ältestenrat. Und ob wir vielleicht dann anschließend, das können wir vielleicht aber auch nächste Woche noch besprechen, schon mal zwei Ausschussmitglieder bestimmen, damit wir die Ernsthaftigkeit unterstreichen. Hier, da kommst du nicht drum rum. Harald. Ja, also ich wollte noch mal kurz daran erinnern, dass der Antrag quasi gestern Nachmittag nach der Vorstandssitzung, gestern späten Nachmittag auf Zuruf entstanden ist. Logischerweise ist er nicht mit der ganz kalten Nadel gestrickt. Und du hast völlig recht, Thorsten, aber die Dinge, die gerade du angemerkt hast, ich glaube, das ist gar kein Problem, das jetzt noch zu ändern bis Abgabeschluss. Das sind ja eher ein paar Formulierungssachen und ich finde auch,
eher besser, wenn da steht, dass die Landesregierung krampfhaft den Eindruck erweckt, dass sie sich jetzt um dieses... Das kann man ja, das ist eine Formulierungsfrage. Und ich schlage deshalb auch einfach pragmatisch vor, dass Thorsten auch noch mal auf die Schnelle, weil du hast es im Zug angeguckt und ein paar Anmerkungen dazu gemacht, wenn der Antrag jetzt noch mal geändert ist, Thorsten noch mal auf die Schnelle einfach drüber guckt. Das sind Kleinigkeiten, die können die befassten Referenten bis dahin hinkriegen. Ich glaube, das ist ja hier völlig unstrittig, dass dieser Antrag reingehauen, wenn ich mal Ollis Wort übernehmen soll, reingehauen werden sollte. Jedenfalls habe ich den Eindruck, auch was die Diskussion auf der Liste angeht. Der soll, die Frage, die du in den Raum gestellt hast, dieser Antrag ist natürlich nicht dazu angetan, jetzt bei anderen Fraktionen zu werben oder gar bei der Landesregierung zu werben, dem zuzustimmen. Das wird uns nicht gelingen. Kann man ja schon mal allein daran erkennen, wie sich Kraft und die Landesregierung unserer Themen bemächtigt, wenn man sich den Sprechzettel anguckt von Kraft für die Pressekonferenz. Also das spricht wirklich für sich. Das ist so ein Etikettenkleberei ohne Ende. Und ich weiß wirklich nicht, welcher Dichter da am Werk war mit Megabits, Megaherz, Megastark. Ja, also das ist schon, das ist eigentlich Prosa. Ein trauriges Spiel, NRW, a place to be. Also da sind echt die Pferde mal durchgegangen, aber das soll uns nicht weiter kratzen. Ich denke, das ist nichts anderes als der Aufschlag zur Generaldebatte, die ja ansteht zur Regierungserklärung. Und dann kann Joachim da ohne weiteres reinhauen. Und man kann jetzt geteilter Meinung sein, ob das Ministerium in der Rede dann vorkommt beim Reinhauen oder ob man die nicht gleich die Forderung auch noch hier ergänzt. Ist ja ein Satz, beschließt die Einrichtung eines Ministeriums Zukunft der digitalen Gesellschaft. Kann man dort reinschreiben, dann ist das Ding auch schon abgedeckt. Okay, gut. Ich möchte nur auf die Zeit hinweisen. Eine Viertelstunde ist rum. Wollen wir weiter darüber debattieren, weil 12 Uhr ist Antragsfrist. Überlegt euch ganz genau, was ihr jetzt tut. Ach nee, stimmt ja. 14 Uhr. Ach, Entschuldigung. Falscher Tag, ich war beim Montag. Nein, trotzdem, die Viertelstunde ist rum. Wollen wir da weiter darüber diskutieren? Denn wir haben noch einen weiteren zu diskutierenden Antrag. Von daher, wer jetzt darüber weiter diskutieren möchte, hebe jetzt die Hand. Das sind nicht so viele. Demzufolge nach wird dann jetzt abgestimmt. Ist ja auch so. Er ist voll unwichtig alles. Ich habe da wirklich noch Wille. Ist voll unwichtig. Das, Darf ich das? Lassen wir uns lieber über irgendwelchen Scheiß diskutieren. Darf ich das? Spricht sich jemand gegen ein vorangestelltes Meinungsbild aus? Oder zwei Meinungsbilder über die Stoßrichtung? Ich frage gerade, ich will. Okay, ich beantrage zwei Meinungsbilder. Meinungsbild Nummer eins. Soll zur bisherigen Ausrichtung obendrein direkt ein entsprechend zu benennendes Ministerium gefordert werden? Wer würde dies jetzt mit in diesen Antrag reinschreiben wollen? Ich teile dem Antragsteller mit, das Bild sieht überwiegend positiv aus. Wir selbst sozusagen. Ich bleibe halt ausnahmsweise bei den Formalia. Genau. Meinungsbild zwei wäre, vertrauen wir den Referenten insoweit, als dass die bisher angesprochenen Änderungen wie Menschen, wie härtere Grundformulierung, genau Agenda weg, selbstständig durchzuführen. Überschrift vielleicht nochmal ändern. Und Toso guckt auch noch mit drüber. Auch und die entsprechenden Referenten sind zum größten Teil nämlich auch hier. Und von daher würde ich dann jetzt zur Abstimmung schreiten. Es gibt noch eine Frage, habe ich dann doch noch. Zu diesem Plenum? Okay. Also. Ja. Demzufolge nach bitte ich jetzt also die Fraktionen um
bei der Abstimmung darum, diesen Antrag anzunehmen. In der so wie besprochen geänderten Fassung. Ich hätte dir das Wort gegeben, wenn ich drangekommen wäre. Ja, deswegen ja. Wir machen das. Aber beschwert euch nachher. Okay. Wunderbar. Dann nehmen wir diesen Auftrag so mit und kämen dann zum nächsten Punkt Frank, Integration. Und dann ziehe ich mich nämlich mal gerade mit den Referenten. Dann ziehe ich mich jetzt mit den Referenten zurück. Ich bin gleich wieder da. Also, weil mir das Wort erteilt wurde. Also die Referenten haben sich ja noch gar nicht zu Wort geäußert. Es wurde gestern mit heißer Nadel gestrickt und es ist von den Referenten auch, also will ich gar keinen Vorwurf machen, es denke ich, da sind viele Ungereimtheiten drin. Und jedenfalls die Referenten, die heute Morgen drüber geschaut haben, sind der Meinung, wir müssen das radikal kürzen und auf Ministerium und meinetwegen Ausschuss begrenzen, damit die Ungereimtheiten da rauskommen. Ja, aber das können wir machen. Ja. Ihr seid eine scharfe Truppe, ihr könnt das. Hat mir jemand das Wort erteilt oder nicht? Genau, ich hatte aber, genau, und der hatte gerade an mich übergeben. Ich wollte ja eigentlich, jetzt ist aber natürlich keiner mehr da, das Ding mit dem Ministerium, das hätte ich jetzt eigentlich live gefordert, also von wegen, das Ding hier ist unser Angebot und das Ministerium ist das, was wir erwarten, zurückzukriegen. Also nicht wir fordern das, sondern... Wir erwarten das einfach. Aber okay. Das Ministerium kann sich selber machen. Ist mir jetzt auch egal. Ja, aber sie muss dazu aufgefordert werden. Sie kommt ja selber nicht auf den Trichter. Doch, glaube ich schon, dass sie über sowas nachdenkt. Ja, eben. Genau. Ja, hoffentlich. Gut. Huhu, SPD-Referent. Ich bleibe jetzt mal bei der Sache hier. Also, eigentlich habe ich von Freitagmittag bis jetzt das gemacht, was irgendwie Mitarbeiter krank sein nennen. Ich habe aber irgendwie Freitag schon gedacht, dass es notwendig ist, bei dieser ganzen Überwachungsthematik und ja, hat, oder? Oder nicht? Okay. Das war zu dieser ganzen Anschlagsthematik und Rückkehrer und die Gefahr ist bei den Rückkehrern und so weiter. Entschuldigung, stopp. Okay, ich kann auch erstmal warten. Pass auf. Leute, es ist allgemeine Unruhe. Es gibt offenbar sehr viel Gesprächsbedarf beside und deswegen schlage ich vor, wir haben jetzt 11.23 Uhr, also 7 Minuten vor der generell oder üblichen Pause. Lass uns doch die Pause jetzt machen. Ich schlage vor, wir machen 10 Minuten Pause, 23, 33, also dass wir um 11.35 Uhr wieder hier sind. Okay? Das sind dann 12 Minuten. 15 Minuten? Gut, dann machen wir 11.40 Uhr, okay? 11.40 Uhr Pause, Punkt. Dann setzen wir, da wir 11.41 Uhr haben. Schlag 11.42 Uhr setzen wir die Sitzung fort. Es ist 11.42 Uhr. Zunächst erlaube ich mir, bevor Frank dann mit seiner Antragsvorstellung fortsetzt oder diese nochmal aufgreift, Die Gäste zu begrüßen. Hallo lieber Stream, hallo liebe Gäste im Zuschauersaal. Der Nico, das ist schön, dass der Daniel da ist, das passt gut. Der Nico hat eine aktuelle Information, die er eben angekündigt hat, auf die er wartete, aus dem Justizministerium. Bitte schön, Nico.
Ja, nur mal zur Kenntnis. Für alle habe ich jetzt eine Information zu deinem Antrag gerade aus dem Justizministerium bekommen. Die Liste liegt der nordrhein-westfälischen Justiz derzeit noch nicht vor. Wir gehen davon aus, dass die Zentralstelle in Ludwigsburg die Liste noch auswertet. Wenn die Kollegen dort feststellen, dass ein Verdächtiger in NRW lebt, bekommen wir von dort Hinweise. Derzeit führen unsere Spezialisten in Dortmund Ermittlungsverfahren gegen 37 Beschuldigte. Das sind wir. Frank? Da gab es jetzt nichts mehr zu besprechen. Aber einfach. Okay. Ja, gut. Ja. Also, es gilt der letzte Freitag, hatte ich eben angefangen. Idee wegen der allgemeinen Diskussion um. Die Anschläge, Reaktion auf die Anschläge, versuchten Anschläge und das ganze Terrordrama und Panik und so weiter. Und das Einschießen, in Anführungsstrichen, des Innenministers auf die Rückkehrer aus Syrien. Da dachte ich, da muss irgendwas her, irgendeine Reaktion her. Jetzt habe ich ein Deckblatt am Freitag rumgeschickt. Der Text von heute Morgen ist der Rest zu dem Deckblatt. Ich hoffe, ihr hattet inzwischen alle Gelegenheit, das zu lesen. Der Kern ist eigentlich eine Studie, die ist schon ein gutes halbes Jahr alt, vom letzten Sommer, vom King's College in London, wo die auch mal eine große Untersuchung gemacht haben, dass die Rückkehrer halt nicht alle böse sind, sondern eigentlich genau das Gegenteil ist. Nämlich, die sind alle ziemlich gestört. Und man hört hier auch immer viel, dass ja viele traumatisiert sind, aber das geht immer unter, weil es sind ja immer alle gewaltbereit und man muss da immer ganz viel aufpassen und ganz viel beobachten. Und ich habe die Studie hier zitiert und habe ein paar das, was die Landesregierung uns hier halt im Ausschuss und auch hier bei der Unterrichtung im Plenum mitgeteilt hat, zu der Problematik zusammengebaut. Und es geht darum, dass halt den Rückkehrern aus Syrien, das sind 40 hier in Nordrhein-Westfalen im Moment, dass denen im Prinzip ein Sozialarbeiter quasi mal einfach ausgedrückt zur Seite gestellt wird, dass denen halt Unterbringung gestellt wird, dass die halt nicht vor dem Nichts stehen und nur beobachtet werden halt von Verfassungsschutz und sonst wem. Sondern es gibt das Programm Wegweiser, was noch auch relativ frisch ist vom letzten Frühjahr, für Aussteiger aus dem Salafismus. Da gibt es gerade letztens noch eine Anfrage gehabt, gibt es noch keine Ergebnisse. Das ist auch ein ganz, ganz Mini-Programm. Da verspricht man sich einiges davon. Ich habe hier reingeschrieben, dass das ausgeweitet wird und auf die Rückkehrer angewendet wird, und zwar quasi per sofort für diese 40 bekannten Leute. Das Ganze schließt nicht aus, dass die 1, 2, 3, beziehungsweise einer von 9, also 4 gefährlichen Menschen, die darunter sind, auch natürlich weiter beobachtet werden. Das wird hier in dem Antrag gar nicht thematisiert. Das ist auch nebensächlich. Es geht erstmal hauptsächlich um dieses Hilfsangebot und um die Gegenposition etwas zu haben, um darüber zu reden, dass die Rückkehrer halt nicht alle böse sind und dass wir gucken mussten, dass das Menschen sind, die sind fehlgeleitet und die kommen hier zurück. Und die werden erst richtig gefährlich, wenn wir sie nur beobachten und ihnen nicht helfen. Weil es sind auch in einem größten Teil Deutsche übrigens. Die können wir ja gar nicht irgendwo außen vor lassen. So, jetzt habe ich hoffentlich verständlich das erklärt, was hier wozu dieser Antrag da ist. Simone möchte als nächstes reden. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass du auf dem Deckblatt draufstehst. Das muss nicht sein. Ich habe das mal als mitberatend. Okay. So. Ja, als mitberatend. Ja. Ich pass auf dich auf. Mach dir keine Sorgen. Okay, dann werde ich fertig. Okay, Simone. Also, ich möchte mich nicht nur als integrationspolitische Sprecherin, sondern auch so ganz vehement gegen diesen Antrag aussprechen. Und
Du wusstest aber mal wieder nichts davon. Bezüglich, also erstmal, um eine Floskel von unseren Kollegen zu nutzen, er kommt jetzt wirklich zur Unzeit. Wir haben im Moment hier Probleme, dass wir die Flüchtlinge, die fliehen aus diesen Kriegsgebieten, die da unter Angst und Terror gelitten haben, dass wir die hier ordentlich aufnehmen, integrieren, uns um die kümmern. Und dann jetzt zu dieser Zeit einen Antrag zu stellen, ja, wir müssen uns aber über diese radikalisierten Idioten kümmern, die zurückkommen und sagen, oh Scheiße, hatte ich mir doch anders vorgestellt. Ich verstehe den guten Intentionen des Antrags, aber das halte ich jetzt einfach nicht für angebracht. Und dann die Überschrift schon, Integration statt Überwachung. Du hast es ja selber gerade erwähnt. Natürlich sollte dieses eine Neuntel oder diese 4-5 Leutchen, die wirklich sich radikalisiert haben und hier auch weiter terroristisch tätig werden, natürlich müssen die überwacht werden. Natürlich sind wir gegen Vorratsdatenspeicherung, aber dass da einzelne Leute überwacht werden, man kann nicht sagen, Integration statt Überwachung. Also passt für mich überhaupt nicht. Dann Sebastian hat sich auch schon schriftlich dazu geäußert, ein bisschen durch die Blume. Wir waren im Sommer in Dänemark und da jetzt ein dänisches Projekt heranzuziehen, wenn du mit gewesen wärst, würdest du Dänemark bezüglich, jetzt fuchtel doch nicht so rum, bleib noch mal ruhig, würdest du Dänemark nicht in den Mund nehmen, wenn es um integrationspolitische Projekte geht. Das ist ein Projekt in Ahaus, das sich als sehr positiv darstellt. Da muss man sich fragen, seit wann werden denn syrische Rückkehrer dort überhaupt betreut? Gibt es da irgendwelche validen Daten über irgendwelche Erfolgssachen, was dieses Projekt betrifft? Also, und letztendlich, das sollte uns bei unserem politischen Wirken nicht im Vorrang sein, aber wie wirkt das eben jetzt zu dieser Zeit, so einen Antrag zu stellen? Suchen wir denen mal eine Wohnung und Arbeit und psychologische Betreuung, während wir uns mit den wirklichen Kriegsflüchtlingen hier eigentlich beschäftigen im Moment und da noch gar nicht weit sind. Also ich bin gegen diesen Antrag und wenn der dann doch gestellt wird, dann nehme ich da aber bitte raus und ich werde auch gegen den Antrag abstimmen im Plenum. Tut mir leid. Dann hätte ich Olli. Wir hatten den Antrag ja am Freitag im Freitagsmammel schon im Grunde in Grundzügen erklärt bekommen. Ich bin von der Wirkung her für diesen Antrag. Also was die Sache zur Unzeit betrifft, bin ich eher der Meinung, dass er richtig kommt. Natürlich hat er das Potenzial zu polarisieren, aber damit hat er auch das Potenzial, eine entsprechende Debatte anstoßen tut er sie nicht. In eine andere Argumente oder andere Aspekte in eine bestimmte Debatte zu bringen. Das finde ich gut an diesem Antrag, das finde ich deshalb richtig. Bei dem Ahaus steht jetzt hier eine einzige Person Richtung Syrien aufgebrochen. Man muss natürlich das dann vergleichen mit dem, was vorher war. In Ahaus gab es halt besonders viele Leute, die dort aufgebrochen sind. 16 sagt so. Das steht, glaube ich, in dem Antrag aber nicht drin. Aber gut, ich könnte die kurzfristige Änderung befürworten, Integration statt Überwachung wegzulassen, das ist nur mit Hilfe anzufangen, da wir uns natürlich tatsächlich hier in einem Bereich befinden, wo, sagen wir mal, die Leute, auf die wir uns auch berufen, wahrscheinlich sagen Integration und Überwachung, und hier die Überwachung nicht weniger ist eine Pauschalüberwachung von allen, die irgendwas damit zu tun haben, sondern eine direkte Überwachung nur dieser bestimmten Leute. Und die entsprechende Radikalisierung vor Ort, also die, wie nenne ich es, also wenn sie zurückkommen, enttäuscht sind, eigentlich aufgefangen werden müssten, aber dann sich nochmal zusätzlich radikalisieren, weil sie keine andere Wahl haben. Das geschieht nicht dadurch, dass sie überwacht werden oder dass man auf sie aufpasst, sondern dadurch, dass sie in eine bestimmte Ecke gedrängt werden und praktisch man schon von vornherein ausgeht, dass sie wahrscheinlich einen Anschlag verüben. Ja, dann bleibt ihnen auch keine andere Wahl. Deshalb, ich würde den Antrag in seiner Intention unterstützen, wenn jetzt natürlich die
handwerklichen Aspekte bzw. die fachlichen Aspekte genannt werden, dann kann ich da nicht nachziehen. Vielen Dank, Olli. Dann der Dietmar. Ich schließe mich im Wesentlichen den Ausführungen von Simone an. Ich werde diesen Antrag ablehnen, sowohl hier als auch, falls er durchkommt, im Plenum. Ich werde mir auch vorbehalten, dazu möglicherweise eine persönliche Erklärung abzugeben. Der Antrag ist auf Seite 1 im letzten Absatz für meine Begriffe genau so gestaltet in der Begründung, dass er nur ein wirklich sehr, sehr negatives Zeichen setzen kann. Denn wenn hier davon die Rede ist, dass einer von 9 Rückkehrern weiter an terroristischen Aktivitäten beteiligt war, sind es bei 1000 untersuchten Fällen rund 100. Ich habe überhaupt nichts dagegen, Straftäter zu resozialisieren. Allerdings sehe ich hier ein Bedrohungspotenzial, welches sich bei einer Person, wie wir in Paris erleben mussten, oder gar bei 3 Personen ausreichend ist, um einen ganzen Kontinent in Angst und Schrecken zu versetzen. Und sei mir bitte nicht böse, Frank. Ich glaube, es ist der falsche Weg, zu versuchen, über ein Programm wie Wegweiser hier zum Terrorismus ausgebildete Menschen oder sogar auch Menschen, die hier zurückkommen, möglicherweise aufgrund ihrer eigenen oder wahrgenommenen Aktivität dann Terrorismus beteiligt, beziehungsweise auch an Morden und menschenverachtenden Maßnahmen beteiligt gewesen zu sein, hierzu, zu sozialisieren oder zu resozialisieren in einer Weise, wie sie wahrscheinlich von uns gar nicht ermessen werden kann. Tut mir leid. Ich glaube nicht, dass dieser Antrag, abgesehen davon, dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht angenommen werden würde, für uns verheerende Wirkungen haben würde. Also sowohl für uns als Fraktion, wie aber auch für das, was wir an Flüchtlingspolitik hier bereits im Landtag produziert und präsentiert haben. Denn die Rückkehrer, von denen wir hier reden, sind keine Zivilbürgerinnen und Bürger oder Zivilmenschen, die eben mal zum Familienbesuch in solche Gebiete gereist sind, um dann traumatisiert aufgrund der Erfahrungen zurückzukommen. Sondern es sind Menschen, die aus welchen Gründen auch immer im Vorfeld vielleicht schon nicht die notwendige soziale Balance finden konnten, um dann, möglicherweise gesteuert durch religiöse Motive oder andere radikalisierende Einflüsse, in diese Gebiete zu fahren, um dort Terror zu lernen, um dort an kämpferischen Aktivitäten teilzunehmen. Tut mir leid, das ist nichts, was in irgendeiner Form verpflichtend ist. Es geht hier nicht um irgendwelche Pflichten, die diese Menschen ausüben, indem sie dann nach Syrien oder sonst wohin reisen, um dort kriegerische Handlungen auszuführen, sondern das muss man anders anpacken. Aber sicherlich nicht durch den Antrag. Ich kann dem auf keinen Fall beipflichten. Tut mir leid. Vielen Dank, Dietmar. Olaf, dann Frank und dann kommen wir auch bald zum Schluss, glaube ich. Ich verstehe die Bedenken, vor allem die von Simone kamen. Allerdings, oder ich möchte auf jeden Fall dazu sagen, ich finde den Antrag sehr mutig, zum derzeitigen Zeitpunkt vor allem ihn zu stellen. Ich finde ihn aber richtig. Das heißt, eine Wahrheit wird nicht, weil der Zeitpunkt gerade nicht passend ist, dass die anderen nicht hören wollen, unwahr. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für mich bei diesem Ding. Personengruppen zu sagen, ja, wir müssen uns um die einen kümmern und nicht um die anderen so sehr, beziehungsweise wir nehmen die einen ja noch nicht mal genug in den Blickfeld, deswegen können wir uns jetzt um die anderen nicht kümmern. Es hat für mich so ein bisschen so eine Sache von, ich glaube nicht, dass das die Intention war, aber das ist so ein bisschen so ein Gefühl so von wegen, ich spiele Personengruppen gegeneinander aus. Das heißt, wenn ich den einen nicht helfe, dann darf ich auch nicht fordern, dass den anderen geholfen wird. Ja, es liegt ja nicht in unserer Ermessen, wie sehr den Kriegsflüchtlingen derzeit geholfen wird. Es wird zu wenig getan. Das klagen wir an, das prangern wir an, das ist auch richtig so. Das heißt aber nicht, dass wir das andere nicht auch anprangern dürfen. Es ist ja nicht in unserem Ermessen, dass wir jetzt diese Abwägung machen dürfen, wie viel Energie stecken wir wo rein.
Dann ist die nächste Frage die, was hilft uns? Und genau da, also was würde uns helfen, wenn es jetzt wirklich gemacht würde? Und da sehe ich einfach die Sache, das Einzige, was ich überhaupt als eine Möglichkeit zur Resozialisierung sehe, ist psychologische Betreuung. Egal. Egal bei welchem Verbrecher, egal bei welchem Straftäter, egal ob bei einem Kriegsverbrecher, es ist eigentlich egal. Du brauchst, oder der Mensch, der braucht in dem Moment psychologische Betreuung, weil er muss sich aus den alten Mustern entfernen und muss neue Muster lernen. Und wenn ich ihm die nicht beibringe, wird er in seinen alten Mustern bleiben. Und von daher finde ich den Antrag richtig, vom Inhalt her auf jeden Fall. Mit der Überschrift selber kann ich mich auch nicht so anfreunden. Die finde ich für den, sie ist nicht falsch, aber da ist es genau die Sache. Es kommt auf den Inhalt an, der Inhalt ist richtig. Die Überschrift finde ich für den derzeitigen Zeitpunkt zu plakativ, als dass er zu leicht missverstanden wird. Man muss da jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde sehr, sehr sagen, man sollte den Antrag nochmal sich genau angucken, um da wirklich alle Missverständnisse, die an der Sache sind, rauszunehmen und das Ganze eventuell nochmal klarer zu machen. Und vor allem nimm den Dänemark raus, weil das ist ganz definitiv so. Dänemark, also wenn du das Beispiel Dänemark bringst, kann auch sein, dass dieses eine Projekt in Dänemark ist, aber damit läufst du ganz schnell in die Gefahr hinein, dass dir gesagt wird, dann nehmen wir auch die anderen Sachen, die mit Ausländerpolitik in Dänemark haben, und dann wären wir alles andere als zufrieden, das wären mehr als Rückschritte, nur weil dieses eine Projekt da eventuell gut ist. Also würde ich dich auch darum bitten, nimm Dänemark raus. Okay, dann Frank, Moni und Creon. Okay, also das ist jetzt hier ein Beispiel, was natürlich ganz schwierig ist, weil es gibt keinerlei Vorgespräch. Insofern, ich kann deine Reaktion voll verstehen, Simone und auch Dietmar. Da fehlt vorab Information. Ganz klar geht es nicht um irgendwie, es geht nicht um Flüchtlinge. Ich bin 100% auf deiner Seite, was das Thema Flüchtlinge angeht und was wir für die Leute tun müssen, die hier hinkommen und Unterbringung schaffen und all diese Geschichten. 100%. Hier geht es um 40 Personen, die festgestellt sind als Rückkehrer. Diese 40 Personen werden im Moment für die ganze Sicherheitshysterie, die wir hier haben, verantwortlich gemacht. Die sind schuld, oder die werden herangezogen als die Schuldigen, warum wir halt neue Gesetze brauchen, warum wir Personalausweisgesetz brauchen. Wir müssen Reisebewegungen kontrollieren und so weiter. Diese 40 Personen, um die geht es hier in Nordrhein-Westfalen, die werden dafür verantwortlich gemacht. Und mir geht es darum, da einen Kontrapunkt zu setzen, damit man darüber redet, damit man sich Gedanken macht, hey, kann das denn sein? Wir reden gleichzeitig in den Zeitungen darüber, dass Mütter, Familien sagen, hey, der Junge war ganz normal. Der ist dann irgendwie abgerutscht, ist zu irgendwie Predigern gekommen in eine Moschee und dann innerhalb von ein paar Wochen hat er sich auf den Weg nach Syrien gemacht. Solche Artikel kennt ihr auch, habt ihr gelesen. Um die Leute geht das. Wenn die wieder zurückkommen, die sind nicht alle zum Terroristen ausgebildet und das ist vielleicht versucht worden und dann sind die wieder stiften gegangen nach hier. Diese Beispiele gibt es, das haben halt diese Londoner untersucht und dadurch kommt auch diese Zahl 9:1 zustande. Und da ein Zeichen zu geben, hey, das sind immer noch Menschen, wenn die nach hier kommen, die können wir nicht nur wegsperren. Denen müssen wir vor allen Dingen erstmal erklären, was sie falsch gemacht haben. Wir müssen denen auch letztlich vom Rechtssystem her beweisen, was sie da unten falsch gemacht haben, damit wir hier irgendwas mit denen anstellen können. Ja, wir können nicht einfach die nur beobachten und oder gegebenenfalls halt mit irgendwelchen, wir haben ja Paragraphen, die auch irgendwas vermutet ist im Ausland oder Strafe stellen, die in den Knast stecken. Also um diese Problematik aufmerksam zu machen, darum geht es hier. Deswegen ist die Überschrift auch bewusst plakativ gewählt, keine Frage. Mach einen Vorschlag, wie man das ändern kann. Also ich würde sie so lassen, weil sie soll halt anregen zu lesen. Und ich glaube, wenn man liest, dann wird man verstehen. Aber ich bin, wie gesagt, offen für Korrekturen. Ich finde den Zeitpunkt nicht nur richtig, sondern unbedingt jetzt notwendig, weil wir haben nichts, was sonst dagegen steht. Ich zitiere mal ganz kurz den Herrn Minister, wie er am Samstag vom Express
zitiert wird, da steht drin, die überwiegende Mehrzahl der 40 Rückkehrer ist isoliert. Ich kann heute gar nicht, Entschuldigung, die Stimme verschwindet schon wieder. Unsere Sicherheitsbehörden haben sie ganz besonders im Visier. Durch diese Gräueltaten sind viele verroht und unberechenbar. Das heißt, die werden alle in so eine Ecke gerückt und die ganze und Polizei, habt ihr sicherlich auch irgendwo gehört, die Meldung, wir haben nicht genügend Leute, um die alle zu bewachen, wir brauchen pro Person 25 und das ist ganz großer Aufwand, wir brauchen mehr Polizei und mehr Gesetze und so weiter. Da zu sagen, hey, Moment, guck da mal ein bisschen genauer hin, das ist nicht so pauschal, das hat nichts mit der ganzen Flüchtlingsdebatte zu tun, das ist völlig eigenständig und da weißt du 100%, was für eine Linie wir da haben, oder bin ich auf deiner. So, und insofern denke ich, ist es jetzt die richtige Zeit und nicht irgendwie im März. Wir haben erst im März das nächste Plenum, weil bis März wird es eine ganze Menge zum Thema Sicherheitsgesetze geben. Und ich denke, da muss man halt etwas einfach gegensetzen. Auch wenn es polarisiert und wenn es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es negativ ist. Es wird halt drüber geredet. Diese Studie, die ist von einem ernstzunehmenden College gemacht worden. Gibt es nichts gegen zu sagen. Und soweit mein Punkt dazu. Ganz kurze Ergänzung. Mit Dänemark habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe das reingenommen. Vielleicht wolltest du das aber auch sagen. Ich war schuld. Er hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte es zwar auch gesehen, ich habe es deswegen reingenommen, weil das einfach ein Beispiel ist. Das hat auch nichts mit der dänischen, mit der Politik, der Integrationspolitik oder Flüchtlingspolitik von Dänemark zu tun. Das macht diese Stadt. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber das ist kein Problem, das rauszunehmen. Ich muss nur ein neues Ende finden. Vielen Dank, Frank. Moni und Creon dann noch. Du sagtest, du möchtest mit dem Antrag eine Debatte anstoßen und dieses Thema habe nichts mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Das mag von dir gut gemeint sein, aber das wird eine völlig andere Wirkung entfalten. Und ich finde, wir sind hier in der Politik und wir müssen auch damit umgehen, was wir mit unseren Anträgen auslösen. Und ich glaube, dass das im Moment ein falsches Zeichen ist. Das in diesem Moment, weil das werden die Leute, die Menschen, das werden die nicht verstehen. Und daneben finde ich, wenn unsere Fachabgeordnete in diesem Bereich, die auch weiß, wie das im Ausschuss weitergeht, die da kein Verständnis erhält, wenn die Fachabgeordnete sagt, ich kann dem nicht zustimmen, dann möchte ich einfach, dass das zumindest überdacht wird und so jemand nicht überstimmt wird, weil ich jedem in seinem Fachausschuss vertraue, dass er weiß, was er da tut und der plant da auch langfristig. Und manchmal sind so kurzfristige Sachen, die dann von woanders reingeschossen werden, nicht sehr produktiv für die Arbeit im Ausschuss. Deshalb werde ich auf gar keinen Fall diesem Antrag zustimmen. An sich fände ich es schade, wenn wir ihn jetzt nicht einbringen würden, weil ich es im richtigen Zeitpunkt halte und auch für ein richtiges Zeichen. Natürlich ist es immer schöner, wenn man das Ganze besser geplant hat und nicht nur jetzt den Antrag besser geplant hat, sondern auch sozusagen Szenarien hat, was die Reaktionen sind und wie man darauf vielleicht dann reagiert oder wie man das dann einordnet. Also ich persönlich, ich muss kurz machen, finde tatsächlich solche Debatten anzustoßen gerade richtig, weil es eben alles, was gerade läuft, äußerst politisch ist und nur oben drüber mal so ein waberndes, wir müssen alle zusammenstehen, ist. Es ist alles politisch, was gerade passiert und es ist alles sehr weichenstellend, was gerade passiert. Ich prophezei jetzt einfach mal, dass der Antrag wahrscheinlich eher auf die Bank geschoben wird, fürs Februarplenum wollte ich schon sagen, nein, gibt es nicht, Märzplenum. Dann hätten wir natürlich die Zeit, leider etwas viel Zeit, weil es, wie gesagt, kein Februarplenum gibt, uns vielleicht auch noch mal reinzuknien in die Sachen, was sind das eigentlich für Leute, die diese Rückkehrer sind. Ich muss gestehen, auch ich kenne nur die Fallbeispiele, wo Frank auch gerade dran gesprochen hat. Diverse Artikel liest man ja über bestimmte einzelne Personen, die halt zurückgekehrt sind, wo man dann wirklich sieht, aha, die haben sich das tatsächlich ganz anders vorgestellt, die sind da wo reingeraten. Das ist ähnlich reingeraten in irgendeine Sekte oder sowas. Und
Die kenne ich also auch, diese Artikel, habe mir aber ehrlich gesagt kein Gesamtüberblick irgendwie verschafft, mir persönlich. Oder ich kann es insgesamt nicht beurteilen, was es für Leute sind. Die Sache hätten wir ja, also die Zeit hätten wir dann, wenn wir es erst im März einreichen würden. Und abschließend, es wird sehr viel Aufwand reingesteckt, diese Leute, die Rückkehrer, zu, in Anführungsstrichen, betreuen. Also wird sehr viel Aufwand reingesteckt, zu überwachen, zu begleiten, wie auch immer. Nur aus politischen Gründen wird denen nicht die Aufmerksamkeit zuteil, dass man etwas für sie tut oder guckt, dass man sie irgendwie wieder integriert. Aus politischen Gründen lässt man diesen Teil weg, sondern guckt nur darauf, wie können wir irgendwie distanziert von denen irgendwie, indem wir sie nur gucken, was sie tun, Gefahren eindämmen. Ich glaube, der Aufwand, der für diese Leute betrieben wird, ist so hoch, da braucht man nicht mit Flüchtlingen vergleichen, da ist der Aufwand deutlich niedriger. Das heißt, wir müssen gucken, wir müssen das mit dem Aufwand vergleichen, der sowieso für diese Leute gemacht wird. Und dann müssen wir sagen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Gesellschaft ist sehr viel höher, wenn wir auch gucken, dass wir diese Leute integrieren können. Okay, jetzt ist unsere berühmt-berüchtigte Viertelstunde zu einem Thema rum. Sollen wir dieses Thema weiter diskutieren? Der möge jetzt bitte das per Handzeichen signalisieren. Moment, ich bin noch nicht so weit. Ich sehe, es gibt nicht den Wunsch nach einer weiteren Diskussion. Frank, bevor wir zur Abstimmung kommen, das Schlusswort zum Antrag. Hast du? Ja, danke schön. Also Integrationsausschuss als Mitberatend zu streichen, überhaupt kein Problem. Es gibt viele Dinge, wo sich die beiden Ausschüsse nicht einig sind. Ich sehe der Antrag, also wie gesagt, ist raus, wäre dann nur Innenausschuss. Dass er nicht gegen Flüchtlinge ist, ist völlig klar, denke ich mal. Wer sowas außen denkt, glaube ich, der weiß überhaupt nicht, was wir hier tun. Und Oliver hat gerade wichtige Punkte gesagt, das Thema politisch, diese 40 Leute, die werden für die Politik benutzt, sie werden für die Sicherheitshysterie benutzt, sie werden benutzt, das ist der Punkt. Und dafür ist dieser Antrag, ich halte ihn nur jetzt für richtig, nicht im März. Es wird auch keine Informationen über diese Leute geben, die gibt es bisher nicht und die wird es auch in Zukunft nicht geben, weil das ist nicht im Interesse der Menschen, die diese Informationen haben, weil die sollen nicht harmlos sein, die sollen gefährlich sein, die sollen dazu führen, dass wir halt weiter Gesetzen zustimmen oder dass die Bevölkerung, nicht wir sind ja egal, sondern dass halt die Medien und die Bevölkerung Gesetzen zustimmen, die halt die Freiheit von uns allen weiter einschränken, weil halt alles so gefährlich ist. Und da geht es eigentlich darum, Gegenpunkt zu setzen und überhaupt gar nichts gegen Flüchtlinge oder sowas zu machen. Und es nimmt auch, was die wirtschaftliche Seite angeht, ist für diese 40 beziehungsweise für die nicht gefährlichen 35, ich sage es jetzt mal so, Dinge zu tun, ist auf jeden Fall wesentlich billiger als alle 40 wie ganz gefährliche Terroristen zu behandeln. Und ich bitte um eure Zustimmung fürs jetzige Plenum. Wenn auch jemand interessante Änderungsvorschläge hat, die dänen nämlich raus. Weil du hast nämlich jetzt gerade was Wichtiges gesagt, was ich noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt an Olaf, ich hatte dir nicht das Wort erteilt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir gerade festgestellt hatten, dass wir halt sozusagen keine weitere Diskussion diesbezüglich zugelassen haben und diese Anmerkung. Die Frage ist jetzt halt, bringen wir diesen Antrag in der vorliegenden Form ins Plenum ein? Das wäre Abstimmung 1 und ich würde dann sogar noch Abstimmung 2 vorschlagen wollen, halt, dass es steht ja sowieso jedem frei, Anträge zu erweitern, zu verfeinern, wie auch immer, wenn er nicht angenommen werden sollte oder noch zu korrigieren. Dass sozusagen dieses Thema vertagt wird. Von daher jetzt also die Abstimmungsfrage in die Runde.
wird dieser Antrag in der vorliegenden Form hier jetzt so angenommen. Dem bitte ich um das Handzeichen, inklusive der Entschuldigung mit den Änderungsvorschlägen, die Frank gerade noch aufgeführt und aufgenommen hatte. Der möge dies jetzt bitte mit Handzeichen signalisieren. Bitte? Wo stehen die? Wir stimmen schon wieder über den Antrag an. Wir haben wieder Änderungen. Also nicht schön, wenn man weg. Das Einzige, was ich auch wirklich gesagt habe, kann ich nur, dass da reinschreiben, ich glaube, ich weiter in Zeit. Genau, wer hat die Vorlage? Wer will das nicht sagen? Das ist kein Angriff, ich will nur sagen, wir stimmen schon wieder ab. Ja, ich mache mal das Mikro dafür. Ich möchte nur sagen, wir stimmen schon wieder ab über etwas, wo ein mündlicher Beitrag da ist. Und nächste Woche streiten wir uns darüber, ob das gesagt wurde oder nicht, weil es nicht im Protokoll steht. Wir schreiben das gleich, das habe ich übrigens auch schon angemerkt. Wir werden dies im Wortlaut dann eintragen. Dankeschön. Also jetzt noch einmal, vielen Dank für den Hinweis, auch nochmal Michel. Es bleibt bei der gleichen Frage. Nehmen wir diesen Antrag mit den besprochenen Änderungen an. Der möge jetzt bitte die Hand heben. Ich bitte euch eben die Hand oben zu lassen. Dann kann ich auch eben die Namen protokollieren. Wer spricht sich gegen diesen Antrag? Inklusive der besprochenen Änderungen aus. Bitte wartet, lasst eben die Hand oben. Okay. Wer enthält sich? Jetzt muss ich kurz sagen, Birgit, dann hatte ich gerade dein Votum übersehen. Pro, Kontra, Enthaltung? Entschuldigung. Ist nicht an. Entschuldigung. Ich sage es jetzt nochmal, der Antrag wurde abgelehnt und es steht trotzdem weiterhin jedem frei, den Antrag zu überarbeiten und dann nochmal in einer geänderten Fassung neu einzubringen. Kurz zur Aufklärung, für das kommende Plenum wird es von Seiten aller Parteien möglicherweise einen Antrag von der SPD geben, den ich einfach nur hier kurz zur Kenntnis gebe. Es geht um den Bereich des Baugesetzbuches. Da ist ein Gesetz verfallen. Da wird, ich hoffe, noch im Laufe des heutigen Tages entsprechend schon mal netterweise vorab der Gesetzentwurf dem Fachreferenten zugeschickt. Ich habe die zuständigen Abgeordneten bereits im Vorfeld informiert. Und da hebt auch schon der Kreon das Händchen. Ich kann natürlich auch sagen, worum es geht, aber war das nicht tatsächlich als gemeinsamer Antrag gedacht? Dann müssten wir den ja tatsächlich doch abstimmen. Also, um es kurz zu... Solange wir ihn nicht haben, können wir ihn nicht abstimmen. Okay, also dann sage ich nur, das ist ein Antrag, den haben wir im Grunde im Dezember. Alle Parteien haben dafür gestimmt. Und dann ist danach aufgefallen, dass der Antrag einen formalen Fehler hat. Und jetzt soll er nochmal als gemeinsamer Antrag eingebracht werden. Ich bin auch dafür, dass wir da mit drauf gehen, nach allem, was wir bisher über den Antrag wissen. Ich meine, es liegt uns auch schon ein Text vor, aber halt noch kein sowas, wo man, noch kein unterschriftsreifes Dokument. Wenn wir nicht abstimmen können, können wir nicht abstimmen. Wir selber können dies halt per Umlaufbeschluss dann tun. Deswegen war das jetzt mehr so zur Kenntnisnahme, das hatte ich auch so reingeschrieben.
Und wenn es dazu keine weiteren Anmerkungen gibt, würde ich auch eben kurz zum nächsten Punkt was sagen, beziehungsweise da würde ich Joachim bitten, vielleicht kurz zu dem Bereich diese Charlie Hebdo-Geschichte, nochmal von letzter Woche aufgegriffen. Auch da haben wir noch keinen Antragsentwurf vorliegen momentan. Ich warte da auch noch auf eine Rückmeldung als PG, denn es wurde sich darauf verständigt, dass die Geschäftsführer da untereinander sich die Sachen zuschieben. Mir wurde was angekündigt, das ist leider noch nicht da. Joachim, wolltest du da noch kurz was zu ergänzen? Also es ging halt um den gemeinsamen, möglichen gemeinsamen Antrag, der halt noch nicht vorliegt. Genau. Deswegen lasse ich mich mal überraschen, was da kommt. Genau. 12.18 Uhr. Heute ist übrigens kurzer Zwischeneinwurf, die erste Anhörung im öffentlichen Bereich oder die erste öffentliche Sitzung des PUR NSU. Genau. Und in der Vorbereitung dazu, heute geht es dann direkt los mit dem Einstieg in das Polizeiwesen in Nordrhein-Westfalen mit einer öffentlichen Anhörung. Es gibt also sogar. Die Verwaltung ist vorbereitet, wird gerade quer reingerufen. Es gibt einen separaten Counter, einen Empfangsbereich mit Anmeldung, Abmeldung, allem, was dazugehört. Ich glaube, das Interesse ist entsprechend groß. So, dann hätten wir Top 5. Es gab mehrere Anfragen auch aus Hamburg. Ich wollte allgemein in die Runde fragen, wer schon mal in seinen Terminkalender geschaut hat und entsprechend sich mal mit den Hamburgern kurz geschlossen hat, um dort in diesem Zusammenhang halt auch persönlich aktiv zu werden, unterstützend mitzuwirken. Hamburg wird sich über Hilfe persönlich freuen und ich habe die ersten Wortmeldungen. Das sind der Joachim, der Olaf, der Michel. Okay, Toso, ist das eine Wortmeldung? Ja, sehr schön. Frank. Joachim, bitte. Okay, ich muss an der Stelle um Entschuldigung bitten. Ich habe eine Mail aus dem WUFO von Michael Ebner vom 9. Januar. Die ist ja halt liegen geblieben. Und er fragt mich an wegen eines größeren Events mit der Bitte, das gleichzeitig in die Fraktion weiterzutragen. Am 13. Februar soll es eine Endsportparty geben in Hamburg. Das ist der Freitag nach Altweiber, muss man dazu sagen. Die wollen ein zentrales, medienwirksames Event mit vielen kurzen Redeslots und Bürgergesprächen und großem Tamtam und so eine Art Ausstellung durchführen. Als Vorbild für die Veranstaltung dient der Wahlkampfabschluss in Thüringen, in Erfurt am Anger. Ich persönlich habe dem Michael mein Kommen zugesagt und frage hier nochmal in die Runde, werde euch aber gleich nochmal die entsprechende Mail weiterleiten. Ich habe noch nichts Genaues über die Zeitslots, ob Freitag und Samstag oder wie. Ich plane auf jeden Fall, an dem Karnevalswochenende in Hamburg zu sein. Danke. Olaf. Ich hatte mich auch nur gemeldet, als du vorhin gefragt hattest, wer sich schon mit denen in Verbindung gesetzt hat. Ich kann es jetzt genauso sagen. Ich habe auch schon einen Termin mit denen abgemacht, genau zu dieser Endveranstaltung oder zu dieser großen. Toso? Ja, vielen Dank, Grumpy. Ich glaube, dass fast alle schon irgendwie abgekaspert haben, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Ich habe beispielsweise mit unserem Landesvorsitzenden, hallo Paki, schon darüber gesprochen und dementsprechend kann ich jedem nur empfehlen, der vielleicht den rheinischen Brauchtumsveranstaltungen hier nicht unbedingt so ganz positiv gesinnt ist. Hamburg ist immer eine Reise wert, von daher wäre total... Aus Dortmund kommst. Aus Westfalen, sagen wir mal ganz generell. ne? Der südlichste Vorort Hamburgs, Dortmund. Von daher, ich freue mich, euch da zu sehen. Danke. Für die Rheinländer vielleicht noch interessant. Ja. Du hast nicht das Wort, Danebot. Vielen Dank. Es gibt genau. Ich wollte eigentlich auch nur darauf hinweisen, nochmal auf dieses Wochenende rheinische Brauchtumspflege und dass man das auch im Norden machen kann.
in welcher Ausprägung ist dann jedem selber überlassen und wollte nur eine sehr freundliche Erinnerung oder sehr freundlich eigentlich zu denjenigen oder sagen, die halt ich glaube 20 Piraten war es, auch hier darauf hingewiesen haben, dass ja die Wahl da oben ist und dass die sich alle freuen, wenn wir da mitmachen. Wenn dann im zweiten Satz gesagt wird, ich kann aber nicht, das finde ich immer so komisch bei so einer Mitmach-Mail. Also nicht böse gemeint jetzt, es ist nur, ich muss dann immer ein bisschen komisch nachdenken. Aber also nichts für Ungut, das ist alles okay. Ich kann ja auch verstehen, dass man andere Termine hat. Nur wenn man dann ganz laut ist und schreit, hey, macht doch alle mit. Schön. Ne? Ja. Okay. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass die Plakate sind toll, die Stimmung da oben ist toll, Hamburg ist immer toll, dass die das irgendwie einrichten können, da auch hinfahren und ich freue mich drauf. Mit den Gefahrengebieten und so? Vielen Dank. Frank Danebot, ich habe deinen Einwurf gerade eben als Wortmeldung verstanden. Okay, dann habe ich noch Creon. Ja, ist ja richtig, ist ja auch doof. Ist ja auch doof, wenn man sich auf einer Mailingliste meldet und dann sagt, ich habe leider alle Wochenenden belegt. Ist total doof, aber ich habe jetzt gehört, dass mehrere von euch planen, nach Hamburg zu fahren. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Dem Landesverband ist aber scheinbar nur eine Person, nämlich Joachim, bekannt. Und nur eine Person steht in diesem Pad drin. Das ist nur Joachim. Ich habe halt die Anfrage gekriegt, kommt denn irgendjemand von euch MDLs und könnt ihr MDLs nicht sagen, dass ihr kommt? Und ja, jo, damit ihr sozusagen andere Leute mitzieht. Sagen wir so, wenn es Leute gibt, die nicht, wie ich, laut rumschreien, dann sagen, kann aber nicht, was die Wochenenden betrifft, fände ich es trotzdem toll, wenn sozusagen die Rückmeldung da ist, dass man kommt, weil nämlich genau das, diese Rückmeldung benötigt wird oder beziehungsweise diese Rückmeldung gerne dankbar aufgenommen wird, weil man dann sozusagen mit diesem MDL auch werben kann. Und es betrifft ja nicht nur das Karnevalswochenende, sondern es betrifft auch die Wochenenden davor. Danke, Creon. Dann habe ich Joachim Nicotoso. Nur kurz, damit keine Verwirrung entsteht. Die Anfrage, die ich bekommen habe, ist von Michael Ebner. Der Dennis Deutschkämer auf Landesebene sammelt für den gesamten Wahlkampf und nicht nur für den Freitag und den Samstag. Das sind zwei verschiedene Themen. Ja? Okay. Dann der Nico. Ja, mich erreichte noch eine etwas konkretere Anfrage oder Vorschlag, bitte. Eben das Argument, dass die MDL dort noch weitere Sympathisanten, Anhänger, Piraten mitziehen, dass dann auch konkret sozusagen noch das Aufgreifen und Erweitern, dass man auch die als MDL die Transportmöglichkeit schafft und sozusagen als Team MDL plus X nach Hamburg kommt, um dort Infostände zu unterstützen etc. Mir wurde da als Wahlkampfkoordinator oder Ansprechpartner vor Ort der Pirat Sven 77 genannt. Ich weiß nicht, ob das bestätigt werden kann, ja noch von jemand aus der Runde. Das war jedenfalls die Information. Und eben Dennis für den Landesverband NRW, weil das Argument natürlich richtig ist, dass die Termine da koordiniert werden sollten und ich sage mal 5 Leute am gleichen Wochenende dort aufschlagen und die anderen Wochenenden dann Flaute herrscht. Da wollte ich fragen, ob wir uns da nochmal koordinieren können, vielleicht in einem, gibt es schon das Pad mit den Wochenendalternativen und dass man sich da dann, ob wir das aufgreifen und wir hatten das, glaube ich, auch ja zur FSA mal größer gemacht, aber vielleicht hier in einem, muss das ja nicht ganz so groß sein, aber ich sag mal so in einem 5-Mann-Team, dass man das in einem PKW packt, muss ja kein Bus sein und dann wochenendweise von unserer Seite unterstützt und eine entsprechende Info dann an den Dennis respektive auch zur Absprache, was man vor Ort, wie man da am sinnvollsten eingesetzt wird, halt mit dem Sven Stückelschweige, AK Pirat Sven 77, das abspricht. Okay, Toso. Ja, mehrere Dinge. Zum einen, also ich habe mich jetzt mit unserem Landesvorsitzenden da abgesprochen.
Ich glaube, dass diese Geschichte, dass wir mehr Leute mitziehen sollten, schon okay ist. Das würde allerdings gegen die Geschichte sprechen, dass wir uns zu fünft in ein Auto setzen. Wenn wir Leute noch mitziehen, dann wäre es, glaube ich, sinnvoll, quasi fünf Autos zu bilden. Zum anderen, ein kleiner nominaler Hinweis einfach nur, Dietmar wird das wahrscheinlich auch so sehen, wir fahren da selbstverständlich als Privatpersonen hin. Dass wir zufällig auch MDL sind, ist eine schöne Sache, aber ich fahre da in meiner Freizeit hin. Ganz wichtig. Hast du welche? Dafür muss ich mir dann Freizeit schaffen, um für die Partei zu arbeiten. Das ist keine MDL-Aufgabe. Das wird auf Twitter und auf sonstigen Medien ganz gerne verwischt. Da möchte ich mal einfach bitte sagen, weil wir hier MDL sind, müssen wir uns Freizeit dafür schaffen, um Parteigeschichten zu erarbeiten. Bitte an der Stelle nicht vermischen. Wir fahren dann nicht als ursprünglich MDL hin, sondern wir fahren da in der sitzungsfreien Zeit. Danke, Frank, hin. Also ganz wichtig, wir sind nicht Botschafter des Landtags Nordrhein-Westfalen an der Stelle. Bitte das ordentlich getrennt halten. Ganz wichtig. Dankeschön. Vielen Dank für den Hinweis. Gibt es dazu weitere Anmerkungen, Vorschläge? Okay. Das ist nicht der Fall. Top 6 wäre dann der Themenbereich 5 Schwerpunkte. Ich wünschte, ich hätte es gestern geschafft, das Ganze vorzubereiten. Und deswegen bin ich gerne bereit, da jetzt noch direkt weitere Anregungen mitzunehmen. Denn aufgrund der Geschichte, die wir gleich im nicht öffentlichen Teil noch haben, ich habe es einfach zeitlich nicht mehr reingekriegt, das entsprechend vorzubereiten jetzt für Top 6 heute, das ist 5 Schwerpunkte. Die Sache des LAFO und von Seiten unserer Fraktion die weitere besprochene Vorgehensweise und die inhaltliche Ausarbeitung diesbezüglich. Jetzt hatte ich schon gesehen, es gab eine Wortmeldung, glaube ich, von Michel direkt vorweg, weil er ja die Frage hat ganz bewusst. Dann Joachim, Dietmar hatte gerade sein Wort angemeldet. Okay, Michel, ich wollte eigentlich nur anmerken, je nachdem, wie lange der nicht öffentliche Teil geht, dass wir das kurz halten, wenn nicht. Danke. Joachim? Ja, ich wollte eigentlich nur kurz, auch wenn der Eindruck entstehen sollte, ich gehe gleich in die Defensive, was zur Genese sagen. Da kam die Anfrage vom WDR und dann war für mich die Aufgabe, erstmal auszuloten, was haben wir denn? Und ich habe mich dann daraufhin am Tag vor dem Interview noch mit dem Paki committed, bezüglich der letzten gemeinsamen Klausur, die wir mit dem Landesvorstand hatten und dem darauf gefolgten TDPA, und ihn gefragt, ob ich, da ich die Ahnung hatte, dass ein paar metamäßige Fragen kommen, ob ich mich auf diesen Schwerpunktrahmen, den wir da vereinbart haben, verständigen konnte. Und da hat Paki mir einfach ein Go gegeben. Und dann habe ich mit Hilfe der konkreten Vorbereitung und anderen Briefings zu anderen Interviews mich auf das Interview vorbereitet. Das nur mal zur Genese, weil dass wir da Konkretisierungsaufgaben haben, steht ja außer Frage. Danke. Dietmar, oder hatte ich dich jetzt gerade missverstanden? Du hattest mich missverstanden. Oh, ich hatte zwar eine Wortmeldung, aber nicht zu dem Punkt. Danke, Dietmar. Okay. Ich hege ja die große Hoffnung, dass es diese Woche nicht mehr im Rechenzentrum brennt oder irgendetwas anderes im Rechenzentrum passiert, dass ich diese Woche dann halt einfach mal vernünftig aufbereitet bekomme, denn der Landesverband wartet da auch auf eine Rückmeldung von uns. Dann hätten wir Top 7. Oh, Toso. Ausnahmsweise. Wir haben im Kommunalen ein wenig abgesprochen mit anderen Teilnehmern, vorsichtig formuliert, dass wir das nächste Treffen der Landtagsfraktion mit den Kommunalvertretern jetzt doch an Anfang März legen würden wollen, und zwar möglichst ins UPH, also ins Unperfekthaus. Hätte zur Folge, das muss ich mit Harald noch besprechen, inwieweit wir da die Kosten übernehmen können,
Hätte aber zur Folge, dass sich die Menschen wirklich mal ausnahmsweise anmelden müssten und nicht von 17 Angemeldeten 44 hinterher kommen. Das ist zwar eine tolle Geschichte, wenn mehr kommen als angemeldet. Gleichwohl ist es für die Planung schon schön, wenn es ungefähr halbwegs aufgeht. 10% oder auch 20% rauf und runter ist mir Wumpe. Genau, wer sich halt nicht anmeldet im UPH, also wer sich bei uns vorher nicht anmeldet, muss im UPH dann halt selber zahlen. Das wäre der Faktor an der Stelle. Ich muss noch mit Harald absprechen, wie wir es am besten auf die Reihe kriegen. Aber aktueller Planungsstand ist 7. März im UPH. Es soll mehrere fachliche Slots geben. Olli hat sich dankenswerterweise schon bereit erklärt, einen zu übernehmen. Ich werde das nochmal auf unsere Liste packen. Wer sich an dem Datum noch in der Lage sieht, da was zu machen, ist ja jetzt auch für Plenargeschichten doch ein relativ kurzfristiges Datum. Von daher rechne ich mal vielleicht irgendwas zwischen 3 und 5 fachlichen Slots, um den Kommunalen auch Raum zu geben, sich an verschiedenen fachlichen Themen weiter an die Landtagsfraktion zu binden oder zu vernetzen an der Stelle. Es soll an der Stelle, danke für Grumpys Einwand, nicht darum gehen, einen normalen TDPA, den die Landespartei organisiert, zu ersetzen, sondern es geht um spezielle Themen zwischen Kommunalvernetzung, zwischen den Kommunalen und der Vernetzung zur Landtagsfraktion. Da soll thematisch gearbeitet werden. Es geht nicht um allgemeine politische Themen, die die Landespartei erarbeiten soll. Und von daher sind irgendwas zwischen 3 und 5 Punkte angedacht. Es ist ein Samstag, es soll den ganzen Tag gehen. Hälfte des Tages fachliche Schwerpunkte, zweite Hälfte des Tages dann wieder Plenum, Socializing, ihr kennt das, was letztes Mal auch extrem wichtig war. Es soll auch diesmal keine Riesenvorstellungsrunde der Fraktionen geben, sondern es soll fachlich gearbeitet werden. Von daher würde ich mich freuen, wer dazu Anmerkungen hat, immer gerne direkt an mich, Telefon, Mail, Streamer, OTR, Jabba, was auch immer, ist mir völlig Wumpe. Diese Kanäle haben wir alle. Ansonsten mache ich mit der Planung einfach weiter. Dankeschön. Vielen Dank, Toso. Dann Dietmar. Wenn der Punkt durch ist von Toso, das nur. Aber Olli wollte, ich will jetzt gar nicht viel, ich muss mal mit Thorsten noch drüber sprechen. Ich schreibe aber noch beim Save the Date noch gegebenenfalls 8. März dazu. Weil wir das gestern Abend noch so in der Diskussion. Du kriegst auch nie hatten, genug. Du kriegst ob das sinnvoll genug wäre. Aber das machen wir gleich. Bespreche ich ansonsten gleich mit Thorsten noch weiter. Ich will gar nicht am 8. März unbedingt da sein, aber. Jetzt war ich gerade kurz in einem Randgespräch. Dietmar, wo stehen wir? Wir stehen bei, nach Anmerkung von Olli, zu dem, was Toso sagte, und damit ist das Thema, glaube ich, abgefrühstückt, richtig? Toso? Ja, ja. Wenn, du kannst mir da gerne was zu sagen. Nein, ich wollte dazu nichts sagen, sondern wir sind bei Sonstiges und da habe ich eben das noch eine. Ja. Nö, da habe ich schon nichts. Dietmar, dazu dann. Ne, Moment, ich habe schon was. Ja, ja, dann schreite zügig mit deinem. Zügig, ja. Thema voran. Ich hatte. Werdet es vielleicht noch gar nicht mal alle gelesen haben, was ich nicht weiter kritisieren würde, weil es eben im Verlauf der Sitzung geschehen ist, in Bezug auf das immer weiter hochkochende und nicht enden wollende, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich jetzt erst richtig in die Endphase gehende Thema Kunstverkäufe, Portika und andere Landesbetriebe. Ich hatte am Freitag. Ich muss aufs Klo. Ich hatte am Freitag. Während der Sitzung des Untersuchungsausschusses, da es dort um Fragen auch des Aktienrechts ging, eine Eingebung sozusagen. Sowas hörst du Stimmen? Ja, und wir hatten gestern mit dem Vorstandsvorsitzenden der Portikon AG einen Gesprächstermin, der sehr relativ aufschlussreich war. Und ich hatte am Wochenende dazu meine Eingebung entsprechend einen Antrag verfasst, zumindest vorentworfen, den ich gestern Abend spät finalisiert habe. Ich habe ihn heute mal rumgereicht im Referentenkreis. Lukas hat ihn auch, El hat ihn bekommen. Ich hatte ihn kurz mal Nico zum Lesen vorhin gegeben, auch während der Sitzung.
Und wir sind in der Situation, dass am 5. Februar der Runde Tisch Kunst, sage ich jetzt mal, der Runde Tisch Kunst stattfindet, auf Einladung von Ministerin Schäfer. Und wir sind in der Situation, dass also alle ganz hektisch und eilfertig darüber nachdenken, was passiert ist mit der Kunst, die im Besitz und Eigentum der Portikon AG ist. Und es gibt eben seit Wochen und Monaten, eigentlich schon vor den Warhol-Verkäufen oder Versteigerungen und auch danach im Rahmen der Diskussion immer wieder die Ausflüchte, insbesondere auch der Landesregierung. Wir können nicht anders, die Portikon AG ist eine Gesellschaft nach dem Aktienrecht und das, was der Vorstand da beschließt und der Aufsichtsrat letztendlich billigt, muss so vonstatten gehen, wie es in der Regel von den Medien auch transportiert wird, nämlich dass es eigentlich alternativlos sei oder unausweichlich sei, dass Portikon die Kunst verkaufe und das am Markt bestmöglich. Es gibt ganz aktuell dazu, darauf hat Elm mich eben noch hingewiesen, auch während der Sitzung, Veröffentlichungen dazu, dass gerade die neue, Monk? Monk ist eine Sendung im Fernsehen. Ja, also Margarete Vestager, genau, also die Wettbewerbskommissarin, die neue Brüsseler, die sagt, nö, also die EU hat entgegen dem, was Franz Mayer, das ist der Vorstandsvorsitzende der Portikon und auch andere, insbesondere auch der Finanzminister dieses Landes immer wieder kolportieren, nichts mit diesen Verkäufen der Kunst zu tun. Es gibt kein Veto, es gibt auch keine Auflage. Wir haben hier im AFA-Team die ganze EU-Entscheidung, das sind über 50 Seiten, nochmal durchforstet. Es gibt tatsächlich keinerlei Auflagen in diese Richtung. Und alles das, was nach außen kommuniziert wird, ist ein Verstecken hinter irgendwas. Man weiß nicht genau, was da laufen soll. Fakt ist jedenfalls, wir sind mittlerweile auf dem Stand, dass man sagen kann, es bedarf hier einer politischen Entscheidung, und zwar einer Grundsatzentscheidung über die Frage, was will das Land, was will der Eigentümer der Gesellschaft Portikon AG. Und da habe ich, da ja alle sagen und sich hinter dem Aktienrecht verstecken, es gibt eine Vorschrift im Aktienrecht, in § 111, wo eben drin steht, was das Land bzw. was der Eigentümer machen kann. Der Eigentümer kann den Vorstand bzw. den Aufsichtsrat über eine Satzungsänderung anweisen, zu sagen, es wird nicht verkauft. Und damit ist das Thema durch. So was geht? Ja. Das geht. Ja, was normalerweise eben nicht geht. Aber diese Ausnahmevorschrift, die besteht nun mal im Aktienrecht und diese würde der Diskussion etwas Luft verschaffen, vor allen Dingen auch, weil bisher es an Vorschlägen mangelt, wie man nämlich die Sache angehen kann und wie man dieser Sache Herr werden kann, weil alle immer sagen, die Portikon muss und kann das selbstständig entscheiden und was die da entscheiden, ist im Interesse des Unternehmens richtig und wichtig. Und da sind wir ja, wie wir wissen, alle mittlerweile ja sogar auch die Grünen, der Oliver Keimes hat sich dazu ja auch letztens sehr massiv geäußert, möchte fast sagen, fraktionsübergreifend der Auffassung, das darf alles nicht passieren, wie es hier angekündigt ist, aber keiner kommt mit einem Vorschlag um die Ecke, wie man es verhindern kann. Der Vorschlag, weiß nicht, ob das das Ei des Kolumbus ist, habe ich hier mit dem Antrag gemacht und es wäre eine Möglichkeit, da wir erst im März, also deutlich nach dem runden Tisch, eine Möglichkeit haben, im Landtag damit aufzuschlagen, ob das jetzt zum nächsten Plenum ist oder eben von mir aus auch nach diesem Antragsdienstag in den nächsten Tagen. Am Donnerstag ist das Thema im HFA und da werden wir selbstverständlich auch nochmal massiv nachfassen. Wäre also schön, wenn wir hier tatsächlich einen Aufschlag wagen könnten, machen könnten, der, ich sag mal, den Sack zumacht, was diese permanenten Ausflüchte der Landesregierung angeht, sich dahinter zu verstecken, Aktienrecht sei maßgeblich und danach müsse die Portikon so handeln, wie sie es angekündigt hat. Das ist falsch. Definitiv falsch. Das muss man auch sagen nach dem Gespräch gestern mit dem Vorstandsvorsitzenden. Auch dieser, den habe ich verabschiedet mit dem Hinweis darauf, dass es sehr sinnvoll sein dürfte. Und so habe ich ihn auch verstanden. Er wartet im Prinzip auf eine politische Meinung zu diesem ganzen Thema, also eine politische Entscheidung, die ihm auch die Möglichkeit gibt, etwas zu vertreten, wo er eben nicht hinterher dem Vorwurf der Untreue etc. ausgesetzt wäre. Das Gleiche gilt natürlich auch für alle Aufsichtsratsmitglieder der Aktiengesellschaft Portikon. Auch diese sind natürlich in der Haftung. Und die Einzigen, die diese Zeit, Leute bitte freistellen kann von Haftung und eventuellen Risiken, ist der Landtag. Das sind die Vertreter der Menschen in diesem Lande und Eigentümer dieser Gesellschaft und letztendlich auch der Kunstwerke. Dankeschön. Dietmar, vielen Dank für deinen Redebeitrag. Ich konnte dem jetzt aber keine konkrete Forderung entnehmen. Und
Und ja, also ich habe keinen Antrag vorliegen, es ist kein... Habe ich doch gerade gesagt, du hast vielleicht nicht zugehört, ich habe gesagt, habe ich ja per E-Mail rumgeschickt. Okay, dann gehe ich jetzt mal gerade hin und sage Moni. Ja, ist eigentlich das Gleiche. Ich wundere mich jetzt, dass wir über Sonstiges plötzlich hier schon hier über irgendwelche Anträge sprechen. Und du hast das nachher erklärt. Ich hab mir das mal angeschaut. Ich will da nochmal nachfragen. Also so Aktienrecht ist jetzt auch nicht so mein Spezialgebiet, wenn ich ehrlich bin. Ist es tatsächlich so, dass in so einem Verfahren, in so einem Insolvenzverfahren, so ein Aufsichtsrat hergeht und sagt, Edge, das und das nehmen wir aber da raus, das darf jetzt nicht mehr verkauft werden. Ich frage das jetzt nochmal dezidiert nach, weil das, ne, ich, wie gesagt, ich bin da keine Fachfrau für, aber für mich hört sich das so ein bisschen unglaubwürdig an, sage ich mal. Aber ich, wie gesagt, ich weiß es, ich hätte da gerne nur nochmal wirklich eine Auskunft, ob dem so ist. Gut, das ist, wir sammeln das eben schnell, dann geht es vielleicht schneller. Toso? Genau, da die gleiche Rückfrage geht in die gleiche Richtung. Es geht um einen 100%ig landeseigenen Betrieb, gegen den zu 100% nur Forderungen aus Landesseite bestehen und dessen Aufsichtsrat deshalb zu 100% eine politische Meinung und eine politische Maßgabe gerne hätte, wie er denn die Forderungen, die nur von Landesseite bestehen, zu bedienen hat. Sehe ich das so richtig, Dietmar? Ja, Toso, Toso, das siehst du richtig, weil die Portigon AG ist keine Anstalt öffentlichen Rechts, sondern sie ist eine nach dem Aktienrecht konstituierte privatrechtliche Gesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, zudem an der Beteiligungsverhältnisse bestehen, in denen vor allen Dingen Kapital in Höhe von 4,2 Milliarden steckt, welches zu 45% das Land reingeschossen hat, zu 45% der Bund und zu roundabout 10% Drittkapitalgeber. All diese Interessen sind zu berücksichtigen. Und nein, es handelt sich nicht um ein Insolvenzverfahren, sondern es handelt sich um ein Abwicklungsverfahren nach Vorgaben der EU. Es handelt sich noch nicht mal um ein Liquidationsverfahren im eigentlichen Sinne. Wie Gesellschaften werden auch liquidiert, wenn sie enden sollen. So, dann wird die Liquidation angemeldet. Auch das liegt nicht vor, sondern es handelt sich, wie gesagt, um ein Abwicklungsverfahren besonderer Art und Güte, um es mal so zu sagen, in dessen Ergebnis das gesamte Vermögen der Portigon AG, der Betreibergesellschaft oder Betriebsgesellschaft, verwertet sein muss, sprich auf Null. Also all das, was bisher in der Portigon drin ist, muss am Ende, das kann irgendwann in den 20er Jahren sein, diesen Jahrtausends, auf Null gefahren werden. So. Aber die Kunst ist nicht in irgendeiner Form gebunden, insofern, als diese nicht jetzt zu irgendeinem Wert XY verkauft werden muss, um halt hier irgendwelchen gesetzlichen Vorgaben oder auch EU-Vorgaben zu entsprechen. Der Aufsichtsrat ist gebunden nach Aktienrecht und eben nicht ohne weiteres gebunden und nach der Satzung der Gesellschaft, wohlbemerkt, und muss im Interesse des Unternehmens, was teilweise auch gleichlautend ist mit den Interessen des Eigentümers, aber eben nicht alleine, sondern eben mit den Interessen des Unternehmens, was auch mit Gläubigerinteressen zu tun haben kann, agieren und ist dementsprechend nicht frei in der Entscheidung, auch wenn dort in dem Aufsichtsrat überwiegend Mitglieder der Landesregierung oder Bedienstete der Landesregierung sitzen. Das spielt keine Rolle. Sie sind also nicht alleine politisch gebunden, sie sind vor allem haftungsrechtlich, wie aber auch im Übrigen aktienrechtlich gebunden. Bitte. Toso, bitte. Und dann müssen wir aber auch langsam zum Schluss kommen, denn ja. 13:30 und die Menschen müssen eventuell auch noch wohin. Genau, da muss ich auch hin. Kurze Nachfrage. Dietmar, wenn jetzt die Portigon AG, weil sie die Kunst nicht verkauft, noch offene Forderungen hat, wer steht dann dafür gerade? Eventuell der Landeshaushalt? Das ist richtig, das ist richtig. Ach, aber der Vorschlag lautet hier, das Land möge doch bitte schön die Kunst der Portigon abkaufen. Ja? Also das ist natürlich vollkommener Bullshit. Ob ich es nur abkaufe oder am Ende aus dem Haushalt, das ist linke Tasche, rechte Tasche, ist also vollkommener Quatsch. Im Endeffekt könnte es darum gehen, wohlbemerkt, könnte es darum gehen, dass die 10% Drittkapitalgeber rummoppern und sagen, wieso, wir nehmen ja an den Verlusten teil, dann lass uns doch ein bisschen an den Gewinnen teilnehmen, die sich...
Nee. Also wie gesagt, das wäre linke Tasche, rechte Tasche, du hast das ganz gut bemerkt. Wir haben den Verdacht, dass hier der Preis für bestimmte Kunstwerke hochgetrieben werden soll, die der Portagon selbstverständlich zum Verwursten und zum Verbraten ein bisschen Geld in die Kasse spült. Das lehnen alle Kunstmenschen und alle Kulturmenschen im Lande Nordrhein-Westfalen, auch viele Politiker, mittlerweile ab. Und wir, glaube ich, auch. Aber es fehlte bisher am Weg. Vielen Dank, Dietmar. Ich möchte zu dieser Zeit dann jetzt anheimstellen, dass wir, ich habe ihn ja noch nicht mal gelesen, also ob wir überhaupt diesen Antrag jetzt abstimmen möchten. Denn wir haben schon 12.48 Uhr. Können wir denn unter Sonstiges überhaupt Anträge abstimmen? Ja, klar. Können tun wir alles, wenn wir es zulassen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass Michelle einen formellen Vorschlag hat. Ja, ich flüchte mich natürlich hinter Formalia, um zu sagen, dass ich das komisch finde, wenn um 10.50 Uhr eine Mail rumkommt, die ich jetzt unter Sonstiges hier, ich kann den Antrag übrigens leider auch gar nicht öffnen, woran auch immer das liegt, ich soll jetzt über einen Antrag abstimmen, den ich nicht gelesen habe, in dem ich vielleicht in der Pause Zeit gehabt hätte, wenn ich gewusst hätte zu dem Zeitpunkt und nicht hier aufgepasst hätte, sondern meine E-Mails gecheckt hätte, da sind so viele Hättes drin. Also ich fände es einfach cool, wenn wir eine genügende Vorlaufzeit haben, über solche Anträge abzustimmen. Ich weiß überhaupt nicht, was wir abstimmen. Wie gesagt, ich kann es nicht öffnen. Schade. Wenn wir jetzt darüber abstimmen, muss ich leider dagegen stimmen, weil ich stimme nichts ab, was ich nicht kenne. Ich möchte noch ein Argument sagen, weil wir haben gerade gesagt, was Olli sehr schön fand, wir konzentrieren uns in diesem Plenum auf einen einzigen Antrag. Und das machen wir uns gerade damit kaputt, wenn wir das machen. Also ich finde, wir sollten knackig mit diesem einen Teil da losbrechen. Wir sollten dann von mir aus einen Block 2 fordern oder uns was über... Alles, was ihr wollt, wenn wir nur einen Antrag... Wir könnten aber fordern, das könnten wir Grafik gleich noch mitgeben, dass die... Nein, bitte nicht jetzt. Das wird bitte, ja, was die eigentlichen Inhalte dann... Also ich denke, das ist jetzt eine Frage auch von Strategie. Gehen wir jetzt mit diesem einen Ding da rein? Ich bemerke, dass wir dies jetzt auch tot diskutieren könnten. Von daher stelle ich jetzt hier als Abstimmung in den Raum, stimmen wir über den Antrag überhaupt ab? Wer dafür ist, möge... Doch, bitte. Doch, in dem Fall... Nee, der muss ja fragen, weil ansonsten ist er nicht zulässig, der Antrag. Und genau das kannst du machen. Wir können hier beschließen, was wir wollen, aber dann müssen wir auch manchmal beschließen, wenn wir nicht uns an unsere eigenen Fristen halten. Das muss nochmal bestätigt werden. Ja. Also andersrum, ich möchte... Lass mich kurz was sagen. Nein, ich lasse dich nicht sagen, Dietmar. Nein, ich lasse dich nicht sagen, auch jetzt nicht zum Prozedere. Auch wenn Michel der Meinung ist, dass er das nicht haben möchte. Aber dann ist man halt kacke, ich weiß. Von daher, noch einmal, wer jetzt möchte, dass der Antrag überhaupt... zur Abstimmung steht, der möge dies jetzt per Handzeichen signalisieren. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltung? Dann nehme ich die eben auf. War null. Ich hätte gesagt, zwei. Ja. Zwei dafür, einer dagegen, Interessenthaltung. Das ist eigentlich frei. Genau. Jetzt passiert keine Socke zu machen. Sehr gut. Alle haben es nicht verstanden, deswegen ist halt. Handgelenk gebrochen. Wer war denn jetzt der Gegner? Dagegen? Das muss ich hochladen. Wir waren dagegen. War da jemand gegen? War da jemand gegen? Ich weiß, dass sich überhaupt keiner gemeldet hat, außer Simone, die sich jetzt halten hat. Der Olaf hat sich dafür gemeldet, ich auch. Ja. Das Problem ist, ich selbst war einfach nur. Der Rest Enthaltung, genau. Ich komme eben, Grumpy, ja.
Was? Ich bin, ja, ich bin leider gerade nicht so schnell. Ich werde da auch nachher noch was zu sagen. Nein. Der Rest war dagegen. Das war der. Nein, Enthaltung. Ja, Enthaltung war der größte Teil. Dagegen war, genau. So. Nehmen wir nochmal von vorne. Na gut. Wer war für? Ich habe protokolliert Olaf und Dietmar. Wer war dagegen? Okay. Was ist plötzlich ihr drei? Was ist das denn? Da wart ihr aber eben nicht bei, alle. Er hat ja aber nicht gewirkt, nur so. Ich, dann war das aus dem Augenwinkel so. Und wer enthält sich? Schweine. Okay. Daniel S. Gib mir ein paar Sekunden mehr. Frank. Okay, so. Da habe ich, Lukas, habe ich. Ich werde wunderbar. Niemals wir werden mir was einfallen lassen. Doch. Es war nur zu kurzfristig, Dietmar. Na, ja, wie? Ja, sage ich dir gleich was zu. Von daher, in der Vorbereitungsphase für das kommende Plenum sind wir inhaltlich mit dem öffentlichen Teil durch und würden dann jetzt in den nicht öffentlichen Teil gehen. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken. Auch noch einmal bei den Referenten. Und jetzt sehe ich noch eine abschließende Wortmeldung von Creon. Ich hoffe. Ach, ja, ich hoffe, ich zerstöre die Hoffnung nicht. Da ja Moni jetzt eben ansprach, wir werden ja eine Regierungserklärung haben zu dem Thema digitales Dingsbums. 45 Minuten. Mein Vorschlag wäre, und du könntest jetzt was dagegen sagen oder jemand, dir mitzugeben, dass unser Antrag nicht in Zusammenhang mit der Regierungserklärung behandelt wird. Es kann natürlich auch trotzdem sinnvoll sein, zusammen mit der Regierungserklärung zu behandeln. Das wäre tatsächlich eine Sache, wo ich davon ausgehe, dass das vielleicht gar nicht so unwichtig ist, wenn wir es noch ganz kurz behandeln. Ich verstehe dies formell als Antrag zur Änderung der Tagesordnung. Ich sehe da ein Handzeichen von Michel. Ich möchte einen Satz des neben mir Sitzenden im grünen T-Shirt sich gebärenden, fast glatzköpfigen, egal. Fast forward. Okay. Wenn einer bewegungslos im Fluss schwimmt, dann kann er tot sein, muss er aber nicht. Wenn einer still am Fluss liegt. Am Fluss liegt. Kann Fluss er tot noch sein? Egal, was ich sagen möchte ist, bitte, mein Plädoyer, nicht den Antrag mit der Regierungserklärung zusammen, dann gehen wir unter. Bitte auf jeden Fall den Antrag, zwar in der Regierungserklärung, in den Reden und so, wir können darüber reden, aber bitte den Antrag extra, damit dieser Antrag nicht einfach irgendwo in dem Fluss der Reden untergeht. Bitte. Okay, dann habe ich als Zuständiger eine Rückfrage. Was ist, wenn es einen entsprechenden Antrag von Rot-Grün gibt, der in eine ähnliche Richtung gehen könnte? Michel. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich finde, das wäre total super. Dann können wir natürlich mit diesem Antrag unsere Argumente auch einbringen. Aber die Regierungserklärung, die wird so überlagernd sein, wirklich über alles. Wenn wir da einfach nur mit so einem angehängten Antrag reingehen, der in 5 Absätzen zwar von uns thematisiert wird, aber alle anderen schweigen den Tod, dann ist er weg. Dann sollten wir lieber, wenn es so einen Antrag gibt, das ist ja quasi Karneval für uns. Ich meine, hey, was Besseres kann uns gar nicht passieren. Ansonsten bitte einen eigenen Redeblock. Gut, dann nehme ich das als Arbeitsauftrag so mit. Mittwoch? Mittwoch? Ach so. Nico, noch ganz kurz, bitte. Danke. Ich verstehe nicht so ganz, warum das für uns so schlimm wäre, das gemeinsam mit der Regierungserklärung zu verhandeln. Also die Ministerpräsidentin hat sich unser Kernthema quasi gegriffen
und hat demonstriert oder versucht hier zu suggerieren, dass sie auch an dem Thema dran ist und sich da draufsetzen will. Und das ist doch dann genau unser Antrag dann, die quasi Gegenerklärung zu Hannelore Kraft. Und da bekommen wir dann nicht nur 5 Minuten, sondern, wenn ich das richtig sehe, 45 oder 25. Also jedenfalls wesentlich mehr. Und da bin ich doch mal gespannt, ob es Hannelore Kraft dann schafft, bei dem Thema, wo die Piraten in der Wahrnehmung noch als ihre Kompetenz, dass das ihr Kompetenzfeld ist, es schafft uns da tatsächlich zu ignorieren. Und wir könnten doch dann da drauf gehen und in 45 Minuten ausführlichst, was? Wir können es zweimal sagen. Ausführlich. Wenn wir das irgendwann gegen Mittag machen, ist die Sache doch schon, meine ich, schon durch. Okay. Ich würde vorschlagen. Nein. Ja, wir können doch beides machen. Wir können 45 Minuten, ohne dass wir den Antrag mit der Regierungserklärung zusammenziehen, können wir trotzdem 45 Minuten darüber reden, was wir eigentlich wollen. Und wenn wir das, wenn wir das da reintun, dann wird sich keiner von den anderen Fraktionen bemüßigt sehen, da überhaupt drüber zu reden, über diesen Antrag. Aber wenn wir den extra haben, dann müssen sie sich dazu verhalten. Und insofern würde ich diesen Weg auf jeden Fall vorziehen. Wenn tatsächlich die Situation so sein soll, dass es für Donnerstag die Regierungserklärung ist und wir Mittwoch vorher drankommen, wäre ich... Genau dafür. Wir haben nur einen Antrag. Mit welchem Grund wollen Sie uns denn am Mittwoch verwehren, Leute? Nein, wenn Mittwoch die Regierungserklärung käme, ist das das Hauptthema. Die kommt Donnerstag. Ist so, die ist ja schon angekündigt. Liebe Leute, ich möchte genau zu diesem Zeitpunkt die Diskussion unterbinden. Wir haben 12.59 Uhr. Wir haben einen sehr wichtigen, nicht öffentlichen Teil, in dem wir auch noch Dinge beschließen müssen. Und man möchte mir jetzt noch mal zuletzt Bedenken mitgeben. Also eigentlich nur auf die Argumentation, was will man uns da verwehren, dass wir das nicht am Mittwoch beraten? Wenn die Landesregierung die Regierungserklärung für Donnerstag beantragt, dann hat das vermutlich einen Grund, nämlich vermutlich den, dass Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin auf jeden Fall am Donnerstag hier sein wird. Das heißt, hier wird man heute Mittag in der PGF-Runde sagen, hören Sie mal, Herr Olojek, wollen wir das nicht auch am Donnerstag machen? Da ist auch die Ministerpräsidentin da. Darauf solltest du gewappnet sein, ob wir dann tatsächlich sagen, okay, dann gehen wir auch auf den Donnerstag, meinetwegen in einen gesonderten Top, oder wir bestehen auf den Mittwoch, auch wenn Hannelore nicht da ist. I know, aber Grumpy sollte wissen, wie er sich da zu verhalten hat. Also auch Mittwoch, auch ohne Ministerpräsidentin, falls sie Mittwoch nicht da sein sollte. Ja, alles gut, jo. Wunderbar, ich nehme diesen Auftrag so mit. Ich weiß, es tagen gleich mehrere Ausschüsse. Und hiermit verabschiede ich mich ganz herzlich nochmal in die Runde. Ich finde es auch mal ganz gut, dass die Leute ein bisschen mitkriegen, was ich so mitnehmen muss. Und schließe hiermit den öffentlichen Teil der heutigen Sitzung um genau 13 Uhr. Und wir können keine Pause einschieben, müssen das Material ausgeschaltet stehen lassen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder in diesem Sitzungssaal. Tschüss.